Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Video hier bei uns auf dem YouTube-Kanal und zu einem ganz besonderen Video, nämlich, wie ihr seht, wir haben den Nino wieder als Gast da. Und der Nino hatte eine wunderbare Idee, nämlich, dass wir mal eine Kampagne spielen. Und ja, das hat sich so in den letzten Wochen entwickelt. Und nun fangen wir endlich mal an. Tim ist natürlich auch dabei. Tim ist ja, ich sag mal, neuer fester Bestandteil unseres YouTube-Kanals, hat noch nicht den passenden Pullover, aber das kriegen wir in naher Zukunft auch geregelt. Kommt noch. Kommt noch. Und ja, auf jeden Fall haben wir den Tim auch ein bisschen mit in die Kampagne eingebunden. Und ja, die Kampagne dreht sich im Prinzip oder hangelt sich so ein bisschen am aktuellen Fluff entlang. Es ist also alle Fluff-Piraten mögen uns da bitte nicht für die ein oder andere Sache, die dann vielleicht im Detail doch nicht stimmt, nicht erhängen. Aber der grobe Plan ist auf jeden Fall, dass sie sich am aktuellen Fluff orientiert. Zum Ablauf der Kampagne. Wir werden ungefähr 3 Spieler haben, also beziehungsweise das ist derzeit geplant, es kann sein. Es verändert sich ja immer ein bisschen was. Tim und ich haben vorhin mal kurz darüber gesprochen, dass man ja theoretisch noch das eine oder andere noch mit einbauen kann. So, ich sag mal, Minispielchen oder so. Und ja, klar. Nebenszenarien. Genau, und das kann natürlich auch hier der Fall sein, aber so diese Hauptkampagne besteht aus 3 Spielen, nämlich jetzt einem 1700-Punkte-Spiel, dann einem größeren Spiel und in, ich sag mal, als letztes Spiel werden wir ein riesengroßes Apokalypse-Spiel machen in einer Größenordnung, die wir auf jeden Fall auch noch nie auf dem YouTube-Kanal so hatten. Also da gibt es richtig hart. Ne? Ja, und zwar, wir als kleine Besonderheit zur Schlacht oder zur Kampagne an sich, wir werden da so ein bisschen, ich sag mal, durchmixen, haben da so natürlich ein paar Sonderregeln dabei oder ich sag mal in Anführungsstrichen Sonderregeln, also wie zum Beispiel jetzt haben wir einen Nachtkampf mit drin in der ersten Mission, wir haben, was die Aufstellung angeht, natürlich absolut unser eigenes Ding jetzt gemacht, das stellen wir euch nachher alles vor. Haben wir noch irgendwelche Besonderheiten? Die Charaktere können sich halt entwickeln. Ne? Also eben, kommt ein gewisser Rollenspielcharakter dazu, weil sich ein paar Charaktere von uns halt jeweils Namen dann kriegen und die können sich entwickeln, wenn sie was Besonderes leisten oder sich halt auch negativ entwickeln, wenn sie sterben. Oder einfach sterben. Das kann bei dir passieren. Ja. Ja, auf jeden Fall, es ist schon so ein bisschen darauf ausgelegt, das war mein Handy, hallo Freundin. es ist schon so, dass es sich entsprechend entwickelt. Also im ersten Spiel, das werden wir wie gesagt nachher alles nochmal genauer erklären, es kann wirklich sein, dass es vollkommen anders ausgeht, dass wir eine Armee überhaupt nicht mehr sehen, die wir eigentlich hätten sehen können nochmal. Also es ist viel, ich sag mal, viel Variabilität in dieser Kampagne drin jetzt. Das wird sich natürlich auch noch ein bisschen im Detail weiterentwickeln, also weil es ist geplant, diese 3 Spiele jetzt über die nächsten Monate zu machen. Wir haben da jetzt keine Fixdaten, also wir machen das so, wie wir da jetzt einfach gerade Lust zu haben, weil es ist, ja, heute passt es einfach, wir haben einfach einen schönen Tag, wir haben auch noch einen Gast da hinten, hallo Dennis. Hallo Dennis. Ja, nicht. ja, wir haben einfach, Tim hat was Wunderbares gekocht für uns, er ist nämlich ein kleiner Hobbykoch, hat ein schönes Curry für uns gekocht und meine liebe Mutter hat uns noch Nussecken gebacken und so weiter, also wir haben einfach eine schöne Zeit hier zusammen und entsprechend spielen wir einfach diese wunderbare Kampagne und so wird sich das in den kommenden Monaten auch entwickeln. Und ja, dann habt ihr sonst noch irgendwas? Dann würde ich nämlich mal so ein bisschen die erste Kampagne oder die erste oder generell die Kampagne vorstellen und dann würden wir auf die erste Schlacht eingehen. Okay. Ja. Ja. Liebe Freunde, dann lehnt euch ein bisschen zurück und dann werde ich jetzt diese eine kleine Minute mal die Kampagne in Kurzfassung vorstellen und dann geht's weiter. Viel Spaß! Mit dem Ende des Indominus-Kreuzzuges Roguti Gullimans wurde das Imperium vor eine weitere, äußerst bedrohliche Herausforderung gestellt. Die Belagerung Groß-Ultramars durch zahlreiche Dämonen, Angehörige des Chaos und Mortarion selbst, spitzte sich indes weiter zu. Dem Imperium blieb nach dem Verschließen der Aukaus-Kugel keine Zeit zum Verschlaufen.
In Groß-Ultramar bildeten sich zahlreiche neue Brandherde und die Festung des Imperiums begann zu fallen. Diese Entwicklung sorgte dafür, dass das Adeptus Custodes wieder aktiv ins Kriegsgeschehen eintrat. Dies war auch nötig, da viele Planeten quasi führungslos wurden und somit auch sehr verwundbar. Ja, das war jetzt so, ich sag mal, der grobe Mantel der ersten Kampagne. Also wie ihr hört, es gliedert sich alles so ein bisschen am aktuellen Fluff an, weil natürlich das Problem ist, das Imperium zieht momentan all seine Kräfte zusammen. Das Astronomikan ist oder ja, fing ja an zu flackern, beziehungsweise erlosch komplett. Sagt man erlosch? Bin ich so heute irgendwie... Präteritum, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall meine komplett... Meine Frau weiß es, die ist ja, unklar. Meine auch. Das war nicht, aber... Ja, ist auf jeden Fall, das Astronomikan ist komplett ausgefallen. Entsprechend war natürlich die Navigationsmöglichkeit im Warp für das Imperium sehr, sehr schwierig. Das Imperium wurde, ich sag mal, im Zentrum von Chaos-Truppen angegriffen. Entsprechend ist natürlich ein absolutes Chaos ausgebrochen. Und das sorgte natürlich dafür, dass auch viele Planeten, gerade so in diesen äußeren Mänteln, die eigentlich wichtig waren, dass da wichtige Truppen wie die Space Marines selbst teilweise abgezogen worden sind und nur leichte Truppen zur Verteidigung zurückgeblieben sind. Also das konnte man im aktuellen Fluff, wenn man das so liest, auch immer mal wieder erkennen. Und ja, nun kommen wir zur ersten Schlacht. Eine Neuordnung der Truppen des Imperiums ist im vollen Gange. Allerdings sorgt dies für eine Vakanz in einigen Grenzregionen. Einer dieser Planeten ist Konor, ein Forschungsplanet des Adeptus Mechanicus, welcher wichtige Forschungsergebnisse für den Fortbestand der Primaris Marines enthält. Eine Kommandokompanie der Emperor's Children gelang es, auf dem Planeten zu landen und eine Befestigung zu errichten. Es liegt nun an den Truppen des Adeptus Mechanicus, diese Befestigung zu zerschlagen und durchzuhalten, bis das Imperium Verstärkung nach Konor schickt. Des Weiteren muss verhindert werden, dass den Emperor's Children Informationen über die genetische Beschaffenheit der Primaris in die Hände fällt. Ja, das ist heute unsere erste Schlacht. Also wir befinden uns auf dem Planeten Konor. Und zwar wird es, wie ihr gerade schon in den Bildern so ein bisschen gesehen habt, es wird so aussehen, die Emperor's Children sind mit einer Kommandokompanie auf dem Planeten Konor gelandet, wollen jetzt an diese Informationen ran. Wir haben Nachtkampf, also eine Kommandoaktion findet natürlich nicht dann statt, wenn alle fröhlich alles sehen und das Wetter wunderbar ist. Nein, es findet bei Nacht statt. Entsprechend sind die Truppen des Adeptus Mechanicus und Astra Militarum natürlich auch überrascht. Und ja, diese Kommandokompanie versucht, diese Informationen über die genetische Beschaffenheit zu gelangen. Und Besonderheit ist es, also sie müssen in eine Festung, in eine kleine Festung der Astra Militarum auf dem Planeten eindringen und diese Informationen beschaffen. Sollte es den Empress Children gelingen, diese Festung wirklich komplett einzunehmen, das Astra Militarum komplett zu zerschlagen da drin, dann wird es im darauffolgenden Spiel keine Verstärkung des Astra Militarum geben, weil wir stellen uns vor, dass im Hintergrund dieser Festung, die ja auch noch, ich sag mal, nach hinten und nach links weitergeht, dass da ein kleiner Kreuzer steht, der, ich sag mal, vom Planeten wegfliegt und irgendwo Verstärkung auch noch holen kann. Das fällt dann komplett aus. Entsprechend gibt es im nächsten Spiel kein Astra Militarum mehr. Das wäre schade, ist aber so. Ja, bleibt spannend. Also gucken wir mal, wie das dann aussieht. Ja, dann würden wir jetzt in die Vorstellung unserer Charaktere gehen, die ihr heute in dem ersten Spiel seht. Und dann zeigen wir euch das Board dann nochmal genauer. Kommen wir nun zur Charaktervorstellung unserer namhaften Charaktere, die wir jetzt hier im Spiel dabei haben werden. Und zwar ist es ja so, Konor ist ein Adeptus Mechanicus Planet. Und hier wurde, wie gesagt, oder hier wird Forschung, was die Primaris Marines angeht, betrieben. Und zur Geschichte, oder einfach nochmal zur Erklärung, normalerweise waren Space Marines zur Befestigung hier dieses Planeten abgestellt, aber aufgrund der vielen Brandherde mussten die abziehen. Und es kam eine, ich sag mal, recht speziell ausgebildete Truppe der Astra Militarum dazu.
Und zurück blieben natürlich auch die Adeptus Mechanicus-Truppen, die aber auch jetzt nicht die schwersten Truppen sind. Das heißt, wir haben hier viele leichte Truppen, wie wir es jetzt auch in dem ersten Spiel sehen, die schnell mobilisiert werden. Irgendwo haben wir natürlich auch schwerere Einheiten, aber jetzt nicht im ersten Spiel. Und zwar ist meine Forge World ist Mars, und da haben wir ein kleines Kampfmanipel, bestehend aus einigen leichten Einheiten, schnell mobilisierten Einheiten, und das Ganze wird angeführt von Magus Dominus Inservatoris Secreto, also quasi der Bewahrer der Geheimnisse. Und das ist auch mein namhafter Charakter, ist ein Tech Priest Dominus, und dann hoffen wir mal, dass er sich im Laufe der Schlacht auch noch weiterentwickelt und zu einem zweiten Belisarius Call wird. Schauen wir mal. Soll ich weitermachen? Ja, erstmal das Imperium fertig. Genau. Ich werde das 86. Kardianische oder die 86. Kardianische Kompanie spielen, was angeführt wird von der Company Commanderin Catherine Creed und ihrem Kollegen, dem Tank Commander Gustav Barrett. Gustav Barrett. Ja. Und die Einheit der Emperor's Children, die quasi von Fabius Beil losgeschickt wurde, um Primaris-Informationen zu holen. Der ist ja ganz gierig drauf, auch wenn er teilweise ein sehr gebrochenes Verhältnis zu seiner alten Legion hat, haben die sich dann halt doch gefunden. Und diese Kampfeinheit nennt sich Phoenix Talons und wird angeführt vom Chaos Lord Klaue Marduk. Das ist ein Chaos Lord in Terminator-Rüstung. Und sie haben auch einen Sorcerer dabei, nämlich Istar Dlor. Und wir versuchen halt, uns diese Gensaat zu holen. Ich werde ihn davon abhalten. Ich auch. Ja, dann zeigen wir euch jetzt mal das Board, geben euch eine kleinere, genauere Einweisung in das Spiel. Und dann geht's endlich los, weil wir haben richtig Bock. Es wird ein schönes Spiel und euch natürlich auch nochmal viel Spaß. Herzlich willkommen auf Konor, dem Planeten des Adeptus Mechanicus. Und ja, wie ihr seht, es ist ein bisschen komisch, was die Aufstellung angeht, beziehungsweise die Armeen. Ja, zur Erklärung, also wir haben Nachtkampf, und zwar ist die Kommandokompanie, oder ich sag mal, das, wie hast du es genannt? Phoenix Talons. Die Phoenix Talons, also die entsprechende Kommandoeinheiten der Empress Children, sind hier gelandet. Wir müssen uns jetzt vorstellen, es ist Nacht. Wir können das jetzt nicht zu 100% so darstellen, sonst sehen wir nichts beim Spielen. Und ihr nichts, das ist viel schlimmer. Ja, genau. Und zwar sind die hier gelandet und wollen da in diese imperiale Basis. Wir stellen uns jetzt vor, das ist der Anfang, das heißt, hier würde es auch noch weitergehen, da hinten würde es jetzt noch weitergehen. Hier hinten steht quasi irgendwo ein kleiner Raumfrachter. Ja. Da ist der Frachter. Ja, genau da. Da ist quasi der Raumfrachter, und sollten die Empress Children es schaffen, diese Basis komplett einzunehmen, dann wird dieser Frachter leider nicht mehr in den Himmel sich erheben können, und es wird im nächsten Spiel keinen Nachschub mehr kommen. Hier ist die Kiste mit der Gensaat. Diese Kiste muss Nino unbedingt bekommen. Und zwar ist es so, dass er die einfach eine Runde halten muss. Wenn natürlich jetzt nichts mehr in dieser Basis drin ist, dann ist es klar, er hat das. Jetzt ist es so, die Kommandokompanie oder die Kommandoeinheiten sind gelandet, und hier haben wir Baracken. Und da strömen natürlich jetzt die Adeptus Mechanicus raus. Und es ist klar, die sind alarmiert, es ist Nacht. Und ich habe vorhin schon mal davon gesprochen, dass jetzt viele leichte Einheiten sind. Also wir sehen hier keine Dune Crawler, wir sehen hier keine Knights, wir sehen hier nichts Großes. Die Jungs sind gerade im Schlaf gewesen oder an ihren, Servo-Vorrichtungen, hingen da gerade und haben gerade ein kleinen Ölwechsel gemacht. Und strömen jetzt hier raus und wollen natürlich den armen kardianischen Typen helfen, diese Basis zu verteidigen, weil diese Geninformationen sind wichtig und die sollen natürlich dem Chaos nicht in die Hände fallen. Deswegen haben wir hier noch so ein paar leichte Einheiten,
die jetzt auch alle zur Verteidigung strömen. Und wir gehen jetzt, wie gesagt, davon aus, es ist Nacht. Ja, die Jungs wissen im Prinzip noch gar nicht, woher es kommt, das böse Chaos, die Empress Children. Entsprechend sind die natürlich auch so aufgestellt, dass sie einfach nur erstmal Richtung Basis wollen. Und es ist ihnen jetzt noch nicht klar, dass da drüben eigentlich schon die Empress Children sind. Und ja, wir haben es so gemacht, wir beide haben zuerst aufgestellt, also für uns war klar, die Kommandoeinheiten sind gelandet, die wurden alarmiert, sind natürlich auf die Befestigung jetzt geströmt, auf die Wachtürme, wie auch immer. Die wollen das natürlich verhindern, wollen dahin, und danach hat Nino dann aufgestellt. Also er hat sich das so ein bisschen, ja, wie er es halt braucht. Von den Aufstellungszonen haben wir, wie man es hier auch so sieht, so kleine Rechtecke gebaut, und das ist hier ziemlich, ja, auch einfach so, wie man es hier sieht. Und jetzt geht es darum, Nino hat den ersten Zug, wir werden ganz normal über 5 Runden spielen, dann auch würfeln, ob es weitergeht. Nino hat den ersten Zug, muss da hinten rein, diese Kiste holen, und wir haben hier eine Besonderheit, weil wir spielen ja beide 1700 Punkte. Bei ihm kommen die Truppen immer wieder. Infanterie immer auf eine 2+ und alles andere auf eine 4+. Das macht man am Anfang der Bewegungsphase, sind die Sustained Assault Regeln aus dem Regelbuch bei narrativem Spiel. Genau. Ja, und so würde es dann aussehen. Haben wir jetzt sonst noch irgendwas vergessen, was wir vorher im Vorfeld noch erklären müssen? Achso, was zum Sustained Assault dazugehört, dass wenn ich eine Einheit unter einem Drittel meiner Anfangsstärke habe, kann ich die halt auch wegnehmen am Anfang meiner Bewegungsphase oder am Ende meiner Runde und kann sie dann am Anfang der nächsten Bewegungsphase versuchen wiederzubringen. Okay, ja, das wäre so die Besonderheit noch. Ja, wir beide müssen halt einfach durchhalten und aufpassen, dass der passend zu seiner Armee gekleidete Kerl da hinten nicht in diese Basis kommt. Also Timmy, wir schaffen das, oder? Für den Imperator. Genau. Ja, liebe Freunde, dann soll es das auch gewesen sein. Wie gesagt, Nachtkampf, alles außerhalb von 12 Zoll, gibt -1 to hit. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal in die erste Runde von Nino, und dann ja, ich freue mich auf ein schönes Spiel mit euch beiden. Ich mich auch. Ich hoffe, ja. Tim, wir haben ein bisschen mehr Spaß als Nino. Ich hoffe, es wird ausgeglichen. Das hoffe ich auch, auf jeden Fall. Das wird ein sehr hartes Spiel. Das Wichtigste ist, dass ihr Spaß habt. Genau, das natürlich auch. Wir müssen alle Spaß haben. Ja, liebe Freunde, Zug 1 Empress Children, es geht los. Die Verteidigung der Bastion auf Konor beginnt und wir wünschen euch viel Spaß. Bevor Ninos Bewegungsphase beginnt, werde ich jetzt erstmal den Psalm auswürfeln. Und zwar haben wir hier +1 auf den Moraltest und hier haben wir +1 auf Stärke, glaube ich, für alle betroffenen Einheiten. Bringt mir jetzt nicht so viel, aber passt schon. Also, dann kommen wir jetzt in die Bewegungsphase der Empress Children. Die Bewegungsphase der Empress Children ist vorbei, also hier ist alles, nicht alles, aber hier ist alles auf jeden Fall auf der Seite ein bisschen nach vorne gegangen. Dann ist hier drüben die Hellbrut ein Stückchen rübergekommen. Die Jungs da hinten sind advanced mit 1 Zoll, richtig krass. Ihr habt diese hier, ne? Hier stehen so 2 Klopse aufeinander. Die wollen hier hoch, da kam aber auch nur einer wirklich da hoch, der mit, mit dem Sonic Blaster oder wie das Ding heißt, ne? Richtig. Psi-Phase. Ja, Easter Dolor versucht die Kräfte des Warp zu entfesseln und die Lightful Agonies auf den Land Raider zu wirken. Dadurch bekommt dieser einen 5er Feel No Pain. Ein Warp Charge von 6. Jawohl, das kommt durch. Gibt es was zum Denyen? Nö. Sehr schön. Und dann gibt es Prescience, das heißt, er will, dass eine Einheit besser trifft um 1, das wird er auf die Bikes casten. Ein Warp Charge von 7. Das kommt auch gerade so durch. Jawohl, und dann kommen wir zum Schießen. So, der Land Raider eröffnet das Feuer. Und zwar wird er mit dem Heavy Bolter und dem Kombi Bolter auf die Jungs hier oben schießen. Und alle 4 Less Cannons gehen mangels anderer Ziele auf das eine Chicken da. Ich weiß nicht, Scout Sentinel. Scout Sentinel, Entschuldigung. So. Wir beginnen mit dem Heavy Bolter.
Da wir außerhalb von 12 Zoll sind, im Nachtkampf, ignoriert der Land Raider zwar die Bewegung von der Schweren, aber nicht den Nachtkampf, das heißt auf die 4. So, Einsen kann er nicht wiederholen, er ist weiter weg. So. Ja, 3. Heavy Bolt hat Stimme 5, also auf die 3. Das sind dann 4 Stück, minus 1. Minus 1 plus 1 für die Deckung. Jawohl. Also bleibe ich bei meinem 4er. Gehen 3. Gehen 3. Mhm. Ne, gehen 2. Na gut, also, machst du auf die. Aber musst du es dann nicht weiter auf die Plattform gehen? Dann müsste er als nächstes wieder die Plattform. Ja. Mhm. Das überlegst du ja. Okay, Health Cannon? Nee, erstmal der Kombi-Border, weil der auch auf die geht. Auch auf die 4. Oh, Entschuldigung. Auf die 3. 3 Stück nochmal, minus nix. Ah ja. Ach du je. Ja. Sicher, dass du die Löffel behalten möchtest. Gerade gekauft. Entschuldigung. Let's Cannon. Auch die treffen alle. Entschuldigung, das ist ein ziemlich übler Schlag. Auf die 3. Oh. Hm. Verwunden alle. Minus 4. Kein Safe mehr. Minus 3. Würfel. Ich schäme mich gerade. Es tut mir leid. Oder nee, hatte ich nicht. Was? Minus 4 hat der? Minus 3. Minus 3? Dann hätte ich glaube ich noch einen. Nee, ja, das kann minus 3. Ja, aber der hat nur einen. Der hat nicht. Habe ich nicht auf eine 6? Kann ich Deckung hier? Gut, du hast Deckung. Ja, könnten wir mal nachgucken. Würfel einfach mal hier. Genau, den Schaden habe ich jetzt schon ausgewürfelt, der wird auch nicht schlimmer. Vierer, doch, hast recht. Achso, ja. Ich muss nochmal würfeln, wenn du was rettest, jetzt logischerweise. Nichts. Natürlich nichts. Okay, dann ist er tot, dann schau mal, ob der explodiert. Jetzt würfelst du dich. Kommandopunkt. Kommandopunkt. Ja. Gut. Alles klar. Er ist runter auf 4 Command Points. Also wir haben beide ein Battalion nochmal zur Erklärung. Und plus die 3, die wir zusätzlich haben, die sind der Pool quasi. Also ja. Läuft. Gut. Das war der Land Raider. Weiter geht's mit den Obliterator. Die werden alles auf die Destroyer hier schießen. Aber erstmal das Profil auswürfeln. Stärke 6 plus 2. AP minus 3 und das war nicht gewürfelt, Schaden 1, das ist nur fair. So, dann sind das 12 Schuss. Normalerweise auf die 3, Nachtkampf auf die 4, Deck Chaos Lord, Marduk ist in der Nähe, also auf die 4 Einsen wiederholen. Jo, sehen Sie, da war doch jetzt das Glück schon. Weil es geht weg. Jawohl. Stärke haben wir jetzt 8. Auf die 3. Das sind dann 2 Stück mit AP 3. 5er Wetter. Gehen beide durch. Einen Schaden oder was? Jeweils einen Schaden, genau. Ja, dann hat leider einer nur noch einen. Die Noise Marines schießen auch auf die Destroyer. Sehen tun sie halt die 2 Bolter-Jungs, die sich nicht bewegt haben und wegen des Beta-Bolter-Drills jetzt Rapid-Fire bekommen. Der Sonic Blaster sieht noch und der Blastmaster nimmt das starke Profil. Wir fangen mit den Boltern an. Das sind 4 Schuss bei den 2. Auf die 4 Einsen wiederholen, weil der Lord in der Nähe ist. Bleibt ein 1. Auf eine 5 und 6 nehme ich an, verwunden. Das Kippe, oder? Jupp. Jupp, die nicht. So, der Sonic Blaster. Okay, auf eine 5 und 6. Nö. Gut, Blastmaster, W3 Schuss. 3 Stück. Auf eine 5 nur, weil er sich bewegt hat und Nachtkampf. Die Einsen wiederholen, wegen dem Lord. Dann sind es 2. Stärke 8, auf die 3 nehme ich an. Mhm. Dann sind das 2 Stück mit minus 2. Gut, 5er. Einer durch. W3 Schaden. Einer automatisch kaputt. Ja, richtig. Mhm. Hellblut oder was? Ja, wir können die Hellblut gleich mitmachen. Die nimmt das schwere Profil von den 2 Blastmastern.
auch vorne auf die Destroyer. Mhm. Das sind dann 2W6 Schuss. 2W3, Entschuldigung. So. Und 4. Ja, 4 Stück. Hat sich bewegt und ist innerhalb, noch, von 12. innerhalb von 12. Also trotzdem eine 4. Mhm. Da ist nichts mit wiederholen. Also 3 verwunden wahrscheinlich. Ja, genau, Entschuldigung. Okay. Und dann ist einer mit minus 2. Okay, dann haben wir einen 5er wieder. Nein. W3 Schaden. 3. Okay, dann ist wieder einer down. Alles klar. Noch was? Ich glaube, dann war es das schon mit Schießen, da nichts weiter in Reichweite ist oder in Sichtlinie. Mhm. Okay, ja, war ja nicht so schlecht. Nö, aber jetzt kommt auch eine entsprechende Antwort nämlich stark an. Wir müssen Moral noch machen bei den Guardsmen. Oder sind die. Willst du ein Stratagem nehmen für W3? Gar nichts? Ja. Safe. Sehr schön. Sauber. Was haben die für eine Moral? 7. Okay. 7 nicht, 6 nicht, 5, ja, passt alles. Ja, ja nee, nur, dass ich es weiß für die Zukunft, das war jetzt kein Zweifel. Nein, alles gut. Destroyer müsste ich theoretisch, jetzt schaue ich mal, ich habe ja 2 verloren. Wahrscheinlich nicht. Die haben einen Moralwert von 7. Die sehen hier nicht, die Kante ist. Ja, das passt. Okay. Dann kommen wir haben uns jetzt so darauf geeinigt, dass wir immer abwechselnd spielen, weil wir natürlich auch das Problem haben mit den Stratagems. Wir dürften ja theoretisch nur einmal pro Runde in einer Phase was rerollen und wir machen das jetzt so. Also es ist quasi jetzt mein Zug Admec und dann kommt der Zug Timmy mit Astra Militarum. Okay, und ja, dann kommen wir mal in die Bewegungsphase. Die Bewegungsphase der Adeptus Mechanicus ist vorbei. Und zwar, Tim hat einen Advance-Wurf gemacht für die Typen hier 6 Zoll, also sie sind 16 Zoll nach vorne. Destroyer sind hier rüber, dass sie da durchschießen können. Die beiden sind advanced mit einem bzw. 3 Zoll. Die sind auch nochmal advanced, glaube ich, mit 2 oder 3. Ansonsten ist der Trupp hier mehr oder weniger stehen geblieben, also die Arkebusen auf jeden Fall. Die Vanguard sind ein Stück hier rüber, er ist hierhin und die Castellan Robots ihre 8 Zoll Richtung Hellbrut. Und dann kommen wir jetzt zum Schießen. Vanguards schießen alles auf die Hellbrut, inklusive Arc Rifles. Und ja, die haben leider sind außerhalb von 12 Zoll. Es geht jetzt um das Rapid Fire. Aber egal, okay. Also, auf die 4. Stärke 3 auf die 6. Und jede 6 beim Woundroll macht 2 Damage. Also passt das. Hast du 2 mal mit minus 0. Minus 0, dann 3 plus. Jawohl. Dann haben wir die 2 Arc Rifles noch. Auf die 4. Und starke 6. Nichts. Der Destroyer, Heavy Flamer oder Cognis Flamer da hinten rein. Und die Graf kennen natürlich auch in die Hellblut. Cognis Flamer, D6. 2 Stück. Okay. Starke 4. Nichts. Dann Graf kennen. 5 Schuss. Auf die 4. Beziehungsweise, ja, auf die 4. Nicht schlecht. Stärke 5. Auf die 5 und 6. Einmal mit minus 3. Okay. Sorry. Okay. Ja. Die Castellan Robots machen ihre, ich sag mal, eine Art Flamer auch in die Hellblut rein. Die 6 Schuss von den beiden. Stärke 5 auf die 5. Einmal bitte mit minus 1. Auf die 4. Nee, der kommt durch. Ein Schaden. Jawohl. Am Ende der Phase würfeln noch Crazed. Destroyer
Die Phosphorblaster gehen in die Kultisten und die Plasma Cold Marines gehen im Standardprofil, also nicht overcharged, auf den Land Raider. Wir fangen mit den Phosphorblastern an. Auf die 5. Eins wiederholen wegen Magos Dominos. Stärke 5 auf die 3. Einmal bitte mit minus 1. Dann stirbt einer. Okay. D6 Schuss vom Plasma. Das ist okay. Ach du Scheiße. Gut, dass nee, ich nicht das wird aber auch mal Zeit. Ja, denke ich auch. Ja, Treffen auf die 5. Einsen wiederholen. Da bin ich 3 Einsen, 4 Einsen. Können die noch dazu hier? Nee, ich glaube, die lagen ja. Mhm. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Alles klar. Stärke haben wir 7 auf die 5. 2 Stück minus 3. Ja, minus 3. Dann 5er, weil der einen 2er Rüste hat. Einer kommt durch. Ein Schaden. Der 5er Final Pain von Delight for Agony. Ja, einer kommt durch. Gut. Der Trupp. Schluck auf, Ranger. Das Curry war zu gut. Die eine AK Buso und das galvanische Gewehr gehen auf den einen Typen da oben. Also so viel ist es nicht. Wir fangen mit dem galvanischen Gewehr an. Auf die 4. Stärke 4. Auf die 4. Jawohl, minus 0. Okay, dann ist das ein 3er. Safe. Arkebuse. Trifft. Hast du nur einen? Ja. Ach, das sind unterschiedliche Einheiten. Und mit Stärke 7 auf die 6 auf jeden Fall. Minus 2. Minus 2. Auf die 5. Nee, dann stirbt einer. Die 3 fahren, den 3. Ja, stirbt ja nur einer, sie geht ja nicht über. Nee, ich wollte nur gucken, wie okay. Schaden ich mache. Ja, und dann stirbt hier ein Bolter. Am Ende der Schussphase. Ja, gucken wir, ob die Hellbrut durchdreht auf eine 6. Nein. Und dann darf hier der Bolter noch schießen. Der schießt auf den Destroyer. Die 2 Schuss hat sich ja nicht bewegt. Die 1 darf er wiederholen wegen dem Lord. Das trifft nicht wegen Nachtkampf und auf 5 und 6. Nö. Okay. Gut, dann chargen mit den Robots. Du darfst Abwehrfeuer geben. Hm. Wir kommen auf jeden Fall rein. Das ist richtig. Dann die Doom Siren. Das ist Flamer auf Stärke 5, W6 Schuss. Natürlich, Entschuldigung. Das sind 5, 6. Auf 5 und 6. Oder wir haben Widerstand 6 wahrscheinlich. Die haben Widerstand 7, ja. 5 und 6. Nichts. Gut. Dann das starke Profil. 2W3. 3. Auf 1. Verwundet auch. Minus 2. Minus 2. Wir haben einen 4er Retter. Da, wie viel Schaden macht das? W3. Ach, weißt du was? Wir haben eigentlich so viel Command Points. Hau raus. Nein. Okay, dann machen wir Schaden. Tut mir echt leid. Eieiei. Ich würfel selber durch. Das lässt meistens okay. Dann späteren Runden. Einer runter auf 3. Die Kaslan-Robots hauen voll auf die Hellbrut. Alles klar. Und auf die 3. Ernsthaft? Dim, 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 dim. Dann schlägt die Hellbrut zurück. Das sind mit den. Ja, zu. Los, 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 komm. Los, 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 okay, auf die 3. Stärke 8 auf die 3. Den Nacker bin ich gerne. Dann war's das. Moral wurde hier auch gemacht bei den Kultisten. Da ist keiner gegangen und das war natürlich die Lachnummer des Jahrtausends hier hinten. Muss man ganz einfach so sagen. Epischen Nahkampf erwartet und dann hat er. Naja. Ja. Tja. Nichts gewesen sonst. Und ja, dann kommen wir in die Bewegungsphase des Astra Militarum. Hoffentlich haben die mehr Bock, die Jungs hier. Zur Erklärung nochmal, also diese Phase.
Imperium, also wir sagen ja jetzt, Bewegung kommt jetzt erst von denen hier. Das ist die Besonderheit von dem heutigen Spiel, dass wir das einfach abwechselnd machen. Ja, ich weiß nicht, ob das so klug ist, dass wir das jetzt so machen. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass wir da jetzt auch wieder erneut zuschlagen können oder so. Also diese Phase Imperium zählt schon als eine Phase. Wir wollen das einfach nur der Ordnung halber so abwechselnd machen. Aber ansonsten, ich weiß es nicht, wir können uns ja nochmal beratschlagen. Ja, wenn eins der beiden Parteien, die im Nahkampf ist, dran ist, kommt der Nahkampf auch dran. Genau. Dann ist es doch dann ausgeglichen. Also. Genau, wir können uns ja nochmal beratschlagen, dann machen wir vielleicht auf Runde 2 anders. Ja, machen wir das einfach so. Aber auf jeden Fall ist jetzt Timmy erstmal dran und du musst jetzt richtig was reißen, Mann. Viel Spaß bei der Bewegung. Bewegungsphase ist vorbei. Scout Sentinel ist advanced, hat hier die Zäune da umgerissen. Ansonsten, ja, Timmy ist alles stehen geblieben, ne? Alles stehen geblieben, bis auf der Trupp, der ist advanced. 5 Zoll extra. Er ist advanced, leider nur 1 Zoll extra. Er hat sich seine halbe Bewegungsreichweite bewegt, damit er doppelt schießen kann. Die sind stehen geblieben. Ja. Mehr haben wir nicht. Mhm. Dann kommen wir jetzt zur Zielphase, die wir überspringen und dann zum Schießen. Sie gibt dem Mörsertrupp den Befehl, zerstört ist. Das lässt mich einzeln bei einem Verwunden wiederholen. Mhm. Anzahl der Schuss, 3d6. Das sind leider nur 8 Schuss auf die 5. Einzeln wiederholen. Achso, ich habe gar nicht angesagt, worauf. Die Mörser gehen natürlich auf die Kultisten. Okay. Oh oh. Oh oh. 3 Stück. Stärke 4. Widerstand. 3. Einer. Minus gar nichts. Dann hat der einen 6er Safe. Nö. Dann geht einer. Das war ja nicht so gut. Nein. Nein. So gut, dass du für die Doktrin nichts bezahlst. Der Mörser auch auf die Kultisten. 1d6. 4 Schuss. Auf die 5. Einen wiederholen. Einer. 6er. Jo, steht. Der ist zur Seite gegangen. Dann der Granatwerfer dieses Trupps. Mhm. Wo sieht denn der was? Der sieht die Fahne. Den Biker. Er sieht den Biker. Ach du Jemene. Ja. Nö, glaube ich dir. Schieß mal drauf. Das guck mir erst mal an, wie es einschlägt. Ich nehme das kleine Profil. Ne, ich nehme das große Profil. Ein Schuss. Ein Schuss auf die 5. Trifft leider nicht. Mhm. Willst du das nochmal überlegen? Nein. Oder? Left Cannon in den Land Raider. Mhm. Ein Schuss. Auf die 5. Trifft. Schön. Auf die 3. Komm die jetzt 3. Mit Reroll. Command Reroll. Command Reroll. 6. Minus 3, 5er. Tut mir leid. Okay, das ist schlecht. Ja. Dann überlegen wir nochmal. Tank Commander gibt Panzerbefehl auf sich selber, und zwar Feuer und Nebel. Und schießt jetzt mit seinem Kampfgeschütz auf ihn, auf den Land Raider. Da halbe Reichweite bewegt. Wo schießt das andere Zeug hin? Achso, die Laserkanone und die 2 Plasma auch in den Land Raider. Trifft die Plasma überhaupt von der Reichweite her mit 36? Ja, ja. Alles gut. Stormbolter geht wohin? In die Bikes? In die Bikes. Okay, dann los. Jetzt hau was raus. Kampfgeschütz, 2W6. Schuss. Und das sieht doch noch aus. Sind 9. So, drückt auf die 4 wegen Nachtkampf. Auf die 4. Los, das war eine 4. Stärke ist 8. Widerstand. 8. Auf die 4. Das waren 3. 3 Stück mit minus 2. Dann 3 Stück auf die 4. Das ist einer, kommt die durch. Die 5 oder was? Ne, du hast einen 2er Safe, ne? Ja. Ah ja, okay. W3? Nein. Der 5er Feel No Pain. Ja, der ist gerade hart. Less Cannon? Nein. Darf nicht irgendwie? 2W3 Schuss von der Plasma. Das sieht nicht schlecht aus.
Kann man die überladen oder? Auf die 5. Zwei Stück. Auf die 5. Eine. Minus 3. Auf die 5. Jo. Wie viel Schaden? Ein? Ja. 5 auf die No Pain. Ein Schaden. Oder hast du overcharged? Nein. Ja. Gut. Krass. So, die Festung ist noch nicht so ganz erwacht. Auf jeden Fall kann das Chaos hier, die Empress Children, jetzt weiter ungehindert nach vorne stürmen. Es ist nicht viel passiert. Moralwert der Kutilsten, war alles in Ordnung bei dem einen Verlorenen. Und ja, wir kommen jetzt in den Zug 2 der Empress Children. Die Bewegungsphase der Empress Children ist vorbei. Alles Mögliche, also überall, wo jetzt ein Würfel liegt, das ist advanced. Wir sehen, es ist alles irgendwie nach vorne unterwegs. Ja. Ordentlich was los. Ja. Und dann kommen wir gleich in die Psi-Phase. Und was willst du machen? Als erstes machen wir Presence wieder auf. Mal gucken, ob die Jungs noch eine Reichweite sind hier mit 18. Das ist mir nicht nachgegangen. Ja, sind sie. Der hat ein Augenmaß, ne? Nee, Presence auf den Land Raider diesmal. Das ist auf eine 7. Mhm. Damit trifft er um 1 besser. Und dann die Delightful Agonies auf die Bikes. Ja. Das kommt auch durch. Alles klar. Und dann kommen wir über in die Schussphase. Der ist vorgerückt, aber Melter ist ja eine Assault-Waffe. Das heißt, 12 Zoll haben wir zu dem Scout Sentinel und auf eine 4. Nein, das ist die Melter 1. Das stimmt. Gut, dann machen wir mit den Bikes gleich weiter. Die schießen alles wahrscheinlich hier rein. Schießen die genau alles in die Jungs. Das sind, weil das ja Bikes sind und die auch von diesem Bolter Drill sind, haben wir 1, 2, 3, 4 Kombi-Bolter. Das heißt 4 mal 4 Schuss, das sind 16. Ich habe hier erstmal 12 Würfel auf die, die sind innerhalb von 12 Zoll. Ne? Alle, der auch? So, dann müssten wir noch mal messen, ja, weil sonst müssen wir den extra würfeln. Naja, alles gut. Alles gut. Also dann auf die 3. Gut. So, 4 Stück nochmal hinterher. Ja, sind 3. Okay, und ich würfel den jetzt hier als vierten. So, der ist raus. So, dann auf die 3 wahrscheinlich. Ne? Stärke 4, wir schon 3. Ja. Dann sind das 2, 4, 8 Stück. 8 Stück minus nix. Oh oh. Aber du bist ja ein Cover da in deiner Festung. Ja, so viel hilft das nicht. Auf die 3. Sind 4 tot. Die Noise Marines schießen auf die Trupps da oben. Sind Assault-Waffen, weil die vorgerückt sind, kriegen sie also minus 1 plus Nachtkampf, das heißt auf eine 5. Der Blastmaster geht dann natürlich auch in seine Assault-Truppe. Erstmal die Sonic Blaster. So, da haben wir 3 Fünfen. Auf eine 3. Das sind 2 Stück. Minus nix, ignorieren aber Cover. Safe. Gut. Und dann der Blastmaster, W6 Schuss, 4 Stück, auf eine 5, hier ist eine 6 und das hier unten ist eine 5, 3 Stück, auf eine 3, einer minus 1, ignoriert Cover, der stirbt dann, nee, auf die waren's. Achso, Entschuldigung, nee, kein Problem. Da ist einer mehr gestorben, weil die ja auch nur einen 5er-Safe standardmäßig haben. Aber hier geht's weiter mit dem Land Raider. Jawohl, der schießt mit dem Heavy Bolter auf den Scout Sentinel, mit den Les Cannons auf den Demon Russ und mit dem Kombi Bolter auf die Jungs da unten. Let's go. Genau, er würde minus 1 kriegen wegen Nachtkampf, kriegt aber das Presence gleich das aus. Und dann. Bei dem trotzdem minus 1 auf den Demon Russ, weil der geraucht hat, ne? Genau. So, als erstes aber die Heavy Bolter in den Scout Sentinel. Auf die 4 dann. Ups, ah nee, Quatsch, auf die 3 wär's, aber das spielt hier gerade gar keine Rolle. Widerstand 5. Auf die 4 dann. Einer mit minus 1. Nein, ein Schaden. Auch runter auf 5. Dann der Kombi-Bolter.
Nee, doch, das Presidents gleicht den Nachtkampf ja aus, ne? Und trifft auch. Genau, ja. Okay. Dann sind drei wieder. Das sind drei Stück minus nix. Da geht Kappa. Vierer. Durch Deckung. Einer. Und Less Cannon. Und die Less Cannon. Die auf eine 4. Jo. Auf eine 5 verwundet sie auch. Habe ich keinen. Minus 3, hast du keinen? Nee, das geht glaube ich durch beim Leben Russ, ne? Oder? Hast du einen? Hat er nicht einen Tank Commander? Warte, der hat ein bisschen 3er haben, der Tank Commander. Würfel einfach mal. Ja. Alles andere als eine 6 ist sowieso wahrscheinlich. 3er, ja. 5. Runter auf 7. Obliterate, dann würfeln wir das Profil aus. Stärke 6 plus 1, also Stärke 7. AP minus 2 und Schaden W, also Schaden 3. Okay, dann schießt einer auf den Destroyer und zwei hinten auf die Vanguards. Auf die Vanguards, dankeschön. Vielleicht über. Fangen wir hier an, der eine auf den Destroyer. Auf die 3, 4 wahrscheinlich. Ja, auf die 4, genau. Wegen. Verwundet aber nicht. Da würde ich tatsächlich meinen Command Point für verwenden. Mhm. Weil der ja 3 Schaden macht und dann ist der ja weg, wenn ich ihn hier irre. Ja. Krippe. 3, das sollte verwunden. Minus 3. Nee, minus 2, entschuldige bitte. Sicher? Okay, dann 6er. Ach, schade. Okay, dann ist der weg. Explodieren die Dinger? Nee. Auf die Vanguard. Auch da auf die 4. Die 2 wahrscheinlich. Denke ich doch ganz stark. 3 Stück. Minus 2. Okay. Ja, gehen 3. Aber dreimal geht die da. Die Lobgesänge wurden noch ausgewürfelt und das bedeutet, dass der Destroyer mit der 5, die er gewürfelt hat, noch stehen würde. Das ist auch gut so. Und der hat noch volle Lebenspunkte. Also, guter Mann. Und dann geht's weiter bei Nino. Die Noise Marines. Eher starkes Profil auf den Destroyer. Er mit dem Sonic Blaster auf die Jungs. Vanguard. Auf die Vanguard, Entschuldigung, ich kann es mir einfach nicht merken. Er ist wahrscheinlich außerhalb von 12 Zoll, ja. Dann das starke Profil, W3 Schuss. Entschuldigung. 2 Stück. Hat sich bewegt und ist zu weit weg, also nur auf die 5, das heißt nichts. Und der Sonic Blaster auf die 4. Das sind 2. Auf die 3, 2 Stück, minus nix, aber ignorieren Cover. Okay, ja, dann beide safe. Stark! Die Kultisten schießen mit allem, was in Reichweite ist, auf die Destroyer und der Nino benutzt das Stratagem Veterans of the Long War, das heißt, er kriegt plus 1 auf Verwundung. Genau, 3 Stück sind in Rapid Fire Range und damit auch innerhalb der Reichweite, wo sie normal auf die 4 treffen. Oh. Der ganze Rest trifft auf die 5. Also die großen Würfel auf die 4, die kleinen auf die 5. Verwundung auf die 4. Das sind 5 Stück minus nix. Auf die 4. Das geht. Das haben wir mal alle gemacht. Bis ja, auf einen. Nicht. Einer geht durch. So. In der Charge-Phase wird Nino versuchen, mit den Bikern ein bisschen näher an den Festungseingang hier zu kommen und den Scout Sentinel natürlich erstmal versuchen zu schaden. Du brauchst eine 6, glaube ich, habe ich richtig gehört. Mhm. Und dann geben wir mal Abwehrfeuer, Tim. D6 Schuss für 5. Ja, Heavy Flamer. Macht der auch 2 Schaden? Einen Schaden. Einen Schaden. Stärke 5. Einer. Minus 1. Aber du darfst noch. Ach nee, du warst. Die 4? Ja. Safe.
Minus 1, ja. Okay, dann schau mal, dass du jetzt nicht reinkommst. Jawohl. Eine 8. Okay, dann stell sie rein, die Typen. Mhm. Wir beginnen mit dem Nahkampf. Die Bikes hauen mit ihren Kettenschwertern auf den Scout-Sentinel-Chef. 3 Attacken, die anderen 2. Ich habe wieder Veterans of the Long War gewählt. Erstmal auf die 3. 6 sind Death to the Force Emperor. So, das heißt, 1 kann ich hier nochmal. Na klar. Und dann auf die 3. Nee, auf die 4, Entschuldigung. So, das sind 3 Stück minus nix. Alle durch. 3 Schaden? Mhm. Wir geben 2 Command Points aus und werden jetzt unterbrechen und mit unseren Castellan Robots zuerst zuschlagen. Auf die 4. Das ist okay, das ist okay. Und auf die 3. Da wiederholen wir einen. Oh. 2 auf die 6. 6 Schaden. 6 Schaden. Da hat er noch einen. Willst du deinen Rage gleich hinterher machen? Nee, das kommt am Ende der Phase. Ich kann ja vorher noch mal kämpfen. Das mache ich heute direkt hinten dran. Das sind 7 Attacken. Wird jetzt irgendwie schlechter? Mm-mm. Wie ein Dreadnought wird nicht schlechter. 2 Death to the Force Emperor. Stärke 8. Auf die 3, richtig? Mm. Das. 3 Stück. Genau. Minus? 2. Okay, dann. 2 Schaden jeweils. Alles klar, dann haben wir einen 4er. 2 durch. Dann. 4 Schaden. Ist einer tot. Und der explodiert nicht. Ja. Dreht er durch? Nein. Moralwert ist auch überall gemacht. Hier haben wir ein Stratagem benutzt, dass nur, dass wir ein W3 statt einem W6 würfeln. Da ging trotzdem leider einer. Ansonsten sind bei dem Vanguard niemand nach Hause gegangen. Und ja, du musstest nichts machen. Und damit ist die Phase der Emperor's Children vorbei und wir kommen zum Imperium. Das werden wir jetzt direkt zusammen machen. Und ja, wir werden jetzt auf jeden Fall auf imperialer Seite versuchen, ein bisschen den Ansturm auf diese Festung hier zu verhindern und vielleicht ein paar Verstärkungstruppen der Skitare jetzt nochmal nachzuziehen, um diese Festung hier zu halten und uns dann auch gegen die noch heranstürmenden Truppen zu wappnen. Und ja, wie wir das machen, das schauen wir uns gleich an und wir überlegen uns jetzt mal einen kleinen Verteidigungsplan. Bewegungsphase ist vorbei, also es hat sich jetzt eine Menge getan. Die Jungs sind jetzt hier runter, die Vanguards, weil wir das Ding wegkriegen müssen. Der Castellan-Robot ist aus dem Nahkampf raus. Und ansonsten alles nach vorne, Arkebusen stehen geblieben. Advanced mit einer 3, Advanced mit einer 3, Advanced mit einer 3. Zurück. Schon gleichmäßig. Nach vorne, aus dem Nahkampf. Nach vorne, bisschen blocken hier. Stehen geblieben. Am Ende der Bewegungsphase sind dann die hier reingekommen und gerade so, dass die da drauf noch schießen können. Allerdings werden die nicht mehr chargen. Wir haben nämlich ein bisschen Angst vor dem, was da rauskommt. Und ja, dann kommen wir in die Schussphase. Achso, wir müssen noch. Genau. Wir müssen übrigens noch. Cyber-Auswerfen. Haben wir das schon? Nein. Nee. Runde 3? Ah, doch, klar, bei mir, in Runde 2 hast du das gemacht. Richtig, ich genau. Ja, ja, eben. Das hat mich gerade verwirrt. Passt. Dann kommen wir in die Schussphase. Jetzt. Vanguard, volle Düse, alles auf die Hellbrut. Da muss jetzt was gehen. Auf die 3. Radium-Karabiner erstmal. Psalm. Warte mal, was habe ich da gewürfen? Eine 5 plus 1 Stärke. Okay. Auf die 3. Auf die 6. 2 Stück, minus 0. Auf die 3, beide safe. Okay, mit der Pistole. Trifft. Auf die 6, nein. Die beiden Arc Rifles, Rapid Fire. Auf die 3. Stärke 6, auf die 5. Eine, minus
1. Auf die 4. Jawohl, geht durch. Und du hast einen Vehicle Keyword, ne? Ja. Gut, dann gibt es eine krasse D3, aber ist der Auto immer nur. Genau, ich würde jetzt nicht rerollen, explodiert er. 4. Nee, 6, aber den, dann nehme ich einen CP. Obwohl, warte mal, doch, ne? Wie viel ist das? 6 Zoll? Oder 3? Ich glaube, sind nur 3 Zoll, ne? Dann, ja, dann lasse ich es so. Oh nee, ey. 2 Wunden, W3, also doch 2 Mortal Wounds auf den Kasteler. Ja, die Destroyer, der letzte, auf die Obliterator, auf die 4. Stärke 5, auf die 3. 2 Stück, minus 3. Die haben einen 2er Safe, minus 3 sind 5, das wäre auch der Invul. Ne, 2 kommen durch. Wie viel Schaden? Wenn du eine Safe-Charakteristik von 3 oder besser hast, W3 jeweils. Also ich habe ein 2er Safe, das gut, ist besser. Also W3 jeweils. Okay. Dann haben wir 2x W3. 3 einer tot. Und 2. Einer noch auf einer Runde, okay. Druck 4 wird alles auf die Bikes schießen. Und zwar haben wir da... Der ist noch drin. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 galvanische Gewehre mit 30 Zoll Reichweite auf die 4. Und Stärke 4 auf die 5. Nichts. Dann haben wir die beiden Arkebusen. Doppel 1. Yes. Die Phosphor-Serpenter von den beiden Hühnchen gehen natürlich jetzt auch noch da rein, auf die 3. Die Destroyer werden alles hier in die Kultisten schießen, natürlich nicht overcharged. 3x Phosphor-Blaster auf die 5. Wow. Dann haben wir 3x die 6. Was waren das hier? Nö. Das sind 4 oder 5? Das waren insgesamt 10. 10 Schuss. Auf die 5. Und die dazu. Und einen dürfen wir übrigens wiederholen. Dann hast du nochmal 2 Einsen mit Phosphor. Ja, ist egal. Hab ich das? Mhm. So, Stärke 7 auf jeden Fall auf die 2. 3x minus 3. Dann sterben 3. Dann wiederholen wir den einen Wurf dann nochmal. Und einfach. Dann Stärke 5. Minus 1, ja. 2x. Minus 1, dann sterben noch 2. Weiter geht's beim Astra Militarum und gleich mit der wichtigsten Waffe, Laserkanone, in den Land Raider. Das Imperium muss diese verdammte Festung halten jetzt. Los! Auf geht's! Kardia. ja, stimmt. Kardia. Trifft auf die 3 mit Command Reroll. Nee, auf die 4. Nee, 3 ist ein. So, jetzt minus 3. Falls eine Runde durchgeht, benutze ich das Cardia Stratagem, dass alle meine Einheiten auf jeden plus 1 Twit kriegen. Genau. Das musst du jetzt aber nicht vorher ansagen, oder? Sobald ich dir eine Runde zugefügt habe. Ach so, ne, dann. Minus 3? Mhm. 5. Hey. Willst du einen Reroll nutzen? Nein. Eine 5? Nee. Schaden. 5. Na dann, auf 9. Ist ein ersten Profil. Dann überlappende Feuerkraft, der Kalia. Genau. Perfekt. Das Imperium hat jetzt neuen Mut gefasst. Die Truppen hier werden langsam wach und die Sonne geht so langsam auch auf, auch wenn der Nachtkampf weitergeht. Aber die Jungs haben jetzt richtig Bock. Und deswegen wird der Lehman Rush jetzt alles in diesen Land Raider reinschießen. Volle Düse. Tim, hau rein. Hau ihn weg. 2W6 Schuss von der Battle Cannon. Battle Cannon. Sind 5. Davon wiederhole ich ein. Ja, sind 4. Das hat sich richtig gelohnt. Yeah. Auf die 2. Alles? Auf die 4. Oh. Sind 2 Stück mit minus 2. Auf die 4. Einer kommt durch. Die 3. 2 Stück. Mhm. Dann ist er jetzt auch in einem niedrigeren Bracket. Laserkanone. Überladen.
Erstmal Plasma oder was? Erstmal Plasma. 2W3. 2W3, überladen. 3, auf die 2. Ja, gibt's einen Mortal. Aber darfst du noch weiter trotzdem. Ja, klar. Auf die 4. 2 Wunden. Minus 3, ne? Ja, glaube ja. 5. Dann kommen 2 durch, jeweils 2 Schaden. Also 4 Schaden, dann hat er noch 3. So, Laserkanone. Ein Schuss. Trifft. Hoppala. Verwundet nicht. Die Jungs, wo schießt der Granatwerfer hin? Der Granatwerfer schießt in den Land Raider. Land Raider. Die 2 Last Guns schießen in die Biker und Sergeant mit seiner Last Pistol schießt auch in die Biker. Mhm. Erstmal ein Kleinvieh. Das ist das Kleinvieh. Der rote Würfel ist die Last Pistol. Die 4. Kardia, haben sie nicht stehen geblieben? Ja. Nix. Granatwerfer. Granatwerfer. Ein Schuss. Ja. Stärke 6, Widerstand 8 auf die 5. Nein. Gut, alles klar. Infiltrator, alles auf die Raptor-Typen. Auf die 3. Der hält eiskalt drauf. Er zieht's durch. Stärke 3 auf die 5. Oh je. Reicht, um den Druck auszulöschen. Theoretisch. Dann 5 mal minus 0. Mach so. Auf. Kleiner als 3 sterben sie. 2 Stück. Ja. Mörser Nummer 1. Da rein. Die Last Guns, so wie sie alle hier stehen, in die Bikes. Jawohl. Erst der Mörser, W6 Schuss. Ein Kein Schuss. Lucky Shot. Jawohl, trifft. Verwundet, minus 0. Minus 0? Ja. Minus 0. Ja, safe. Last Guns. Last Guns. 2 Stück. 2, 4. Achso, da unten sind da noch mehr. Ja, ja. 2, 4, 6, 8, 10. Hier oben. 10. Und nochmal 2 Stück von da oben. Ich öffne erst die, die innerhalb von 12 Zoll sind. Auf die 4. Ach nein, die kommen raus. Haben sich ja bewegt. Genau. 2 Stück. Minus 0 auf die Bikes. Safe. Dann noch die 2 einzelnen. Nein. Nein. Ja, der hat sich, ja, die haben sich nicht bewegt. Ne? So, die hier. Sie gibt den Befehl, zerstört es. Ja. Das heißt, ich wiederhole Verwundung von 1. Auf diese Raptors. 3W6 Schuss. Oha, das ist schlecht. Oha. Auf 5. Ja, das war doch nicht schlecht. 4 Stück. Auf die 4. 2 Stück. 2 Stück. Minus? Nix. Ja, nix. Beide safe. Okay. Nahkampf. Die Laser Chickens chargen in die Bikes. Abwehrfeuer, bitte. 2. Das geht doch, oder? Oh ja, 5 und 6. Ja, beides eine Wunde. Das war eine 5, die habe ich gerade versehentlich investiert. Ernsthaft jetzt. Minus? Nix. 4er. Einmal übers Feld gerollt. Bleib mal drauf, also das kannst du nicht verdutzen. Mit 2 Zoll. Wie weit? Also was doppelt 6. Okay. Die Chicken, alles auf die Biker logischerweise. Auf die 3. Bis 1.
Vier Stück. Okay. Dann haben wir Stärke 8. Auf die 3. So, jeder Hitroll von 6 macht. Ach, verdammt, wie viele Hitrolls von 6 hatte ich denn? Ich gucke. Los. Läuft. Wegen der 6 beim Hitroll kommen noch 2 dazu, weil es immer 3 Hits sind. Gut, dann haben wir 5 Stück minus 1. Auf die 4. Kommt einer durch. Ach komm, Nino. Und dann der 5 auf 4 nur Pain. 2, ne? 2 ja. Schaden. Da kriegt auch nur einer einen Rund. Zurückhauen. Oh Gott. Kein Death to the Force Emperor. Gut. Aber 2 Stück kommen durch. Mhm. Minus? Nichts. Nö. Kein Schwert. Einer durch. Okay. Auf 3. Moralphase. Okay, da hinten sind 5. Oh, ja, dann laufen da jetzt nochmal 4, 5 weitere weg. Naja, macht ja bei der Masse nicht so viel, ne? Nö. Gut. Ja, also, wie heißt der Tank Commander hier von dir? Gustav Barrel. Gustav Barrel hat auf jeden Fall alles gegeben, um hier den Land Raider dann nochmal den Gnadenschuss zu versetzen. Leider hat das nicht geklappt. Und Katharina bleibt weiter standhaft und gibt Katrin. Befehle. Katrin. Achso, ich dachte irgendwie Katharina, aber ach, dann weiß ich ja, an wen das angelehnt ist. Katrin, okay. Ist klar, Tim. Okay. Hallo, Tim-Freundin. Ja, und Magos Dominus ist auf jeden Fall auf dem Weg in die imperiale Bastion, um da ein bisschen zu helfen, weil hier gibt es so langsam Problemchen. Und dann kommen wir in die nächste Runde der Chaos-Truppen. Bewegungsphase der Empress Children ist vorbei. Die sind mit 1 Zoll wieder advanced. Die sind mit 3 Zoll. Nee, die sind nicht advanced, das ist ein, Lebenspunkt. Dings, genau. Ach so. Die sind mit 3 Zoll advanced, die mit 1 Zoll advanced. Ach, die waren das, die sich treu geblieben sind mit dem 1 Zoll. Genau. er ist mit 3 Zoll oder 2 Zoll advanced, ich weiß es gar nicht mehr, aber war nicht so viel. Die sind hier runtergegangen, die Jungs sind ausgestiegen. Der Land Raider ist 3 Zoll zurückgefallen, wie er sich gerade noch bewegen kann. Dann sind die Jungs im Nahkampf geblieben, die Raptoren sind in die Basis eingedrungen und haben mit dem Melter jetzt hier den Blick schon Richtung Gustav Barrel gerichtet, wo auch die Terminatoren drauf aus sind. Und dann ist am Ende der Bewegungsphase hier eine Welle von Verrätern aufgeschwappt, die sich auch hier direkt an die Basis bewegt hat. Und wir würfeln jetzt nach den Sustained Assault Regeln am Ende der Phase, ob diese Hellbrut wiederkommt. Auf eine 4 plus würde sie wiederkommen. Nein. Okay, ja, dann schauen wir mal, was wir da jetzt noch machen können. Das Imperium beginnt auf jeden Fall hier ein bisschen zu wanken. Also der Gürtel wird enger hier. Und dann kommen wir in die Psi-Phase der Empress Children. Genau, Ista Delore smitet den Gustav Barrel Panzer. Also Lehman Russ heißt er natürlich, aber der Commander. Wow, das nehme ich so, weil es ein super Smite ist. Erstmal W3 auf mich selbst. 2, okay. Dann hat er, glaube ich, noch 2. Dann machen wir Schaden. Und genau, W6 Schaden jetzt, ne? Mhm. 5 okay. Schaden. Hatte noch einen. So. Und dann die Lightful Agonies auf die Terminatoren. Mhm. Kommt mit 7 durch. Alles klar. Die Schussphase beginnt mit den Kultisten auf die Infiltrator. Das sind 52 Schuss, Tide of Trade, nicht Tide of Traders, Veterans of the Long War wieder aktiv. Auf die 4, der zählt noch nie. Okay, genau, wir wollen zusammen. Und fallen lassen. Und es ist einer runtergefallen. Okay, gucken. So, ich werde Veterans of the Long War auf die 3. Das sieht nicht so gut aus. 18 Verwundungen der Kultisten auf die Infiltrators.
Doch die 3, wegen Deckung. Mhm. Das ist einer weg und einer hat noch einen Lebenspunkt. Die Raptoren schießen in Gustav. Der, genau, der Melter in Gustav, die beiden Flamer in die Infiltrator. Erstmal der Melter. 1. 4, der trifft. Er verwundet. Minus 4. Ja, Schaden. Automatisch tot. Ja. Dann würfeln wir mal, ob er explodiert. Nein. Glück gehabt. Okay, Gustav. Ehrensalut an Gustav. Ehrensalut an Gustav, genau. Gustav wird leider das Schlachtfeld verlassen und sich von dieser Kampagne verabschieden. Mach's gut, Gustav. Ciao, ciao. Weiter geht's mit den Flamern auf die Infiltrator. 2W6 Autohits. Das sind 9. Ja, wenn sonst nichts ist, sorry. So, Stärke 4, wahrscheinlich auf die 3. Korrekt. Dann sind das 7. Wie viel? 6 Niederbeite ist auch nicht normal. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Minus nichts, ne? Oder minus nichts. Auf die 3. Weil Cover gibt's auch, wenn man selbst den Cover steht. Einer weg, einer noch einen Lebenspunkt. Gleiche Ding wie eben. 1, 2. Ja, du gehörst. So. Der Terminator eröffnet jetzt hier das Feuer mit seinem Melter auf den Scout Sentinel, der gerade aus der Bastion raus will. Genau, auf die 3 ist noch ein Mordax Reroll Bubble. Auf die 5 trifft er aber. Ja. Und verwundet auch auf die 3. Jo. Minus 4. Jo. Bitte Schaden auswürfeln. Einer! Einer. Hat er noch einen. Na gut. Hartnäckig. Okay. Der Trupp schießt komplett da drauf. Der eine Kerl, damit ist Holzprofil und fürs Protokoll. Ich habe die Schleier, hier die Globgesänge noch gemacht. Das war die 1 und die 6, also Moralwert. Und 1 in meinem Treffen in der Fernkampfphase. Wiederholen. Das ist also nicht so gut. Nö, 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 nö. So, nee, Quatsch, die 3 auch nicht, waren nur 2 Vieren, ne? Ja. Und keine Wunde. Gut, dann Blastmaster W6. 4. Auf die 4. Der verwundet mit minus 1. Jo, safe. Mhm. Die Typen hier. Fast alle auf die Ranger, er da mit dem Assault-Profil auf die eine Laserkanone. Ja. Tim, die musst du halten. Jawohl, damit fangen wir an. Ja. W6, 5 Stück. Ist advanced und ist zu weit weg, also minus 2, das heißt auf die 5. Nix. Gut. Die anderen 3. Dann 3 Sonic Blaster. 2 Sonic Blaster, Entschuldigung. Auch auf die 5, das lief besser. Auf die 3. 3 Stück, minus nichts, ignorieren Cover. 4er. Safe. Wenn die einer kommt durch, oder? Ja, das war auf den Trupp hier, ne? Mhm. Ja. Und der eine Bolter? Nö. Okay. Gleich weitermachen. Die Obliterator, das Profil. Stärke 6 plus 2, AP 1, Schaden 2. Gut. Dann schießen beide hier auf den Robot. Oh oh. So, das sind wieder 12 Schuss. Ne, sind nicht 12 Schuss, völliger Quatsch. Ist ja einer gestorben. Scheiße, nennt man das normalerweise. auf die sind nah genug dran, also auf die 3. Mhm. Stärke sind die jetzt auf 8, auf die 3. Oh, sind nur 3 Stück, minus 1, 2 Schaden. Okay, 4er. Einer kommt durch, macht 2 Schaden. Nehmen wir dann Command Reroll. Jo, wie viel haben wir noch? 3. Soll ich einen nehmen? Nimm. 4er.
Ja, aber muss erstmal einen Würfel aussuchen. Jo, oh. Save! Alles klar. Gut, noch irgendwas zum Schießen. Ich denke, dann hat alles geschossen. Dann Nahkampf. Wo willst du chargen? Hier. Ich fange die Terminatoren an. Tim, Abwehrfeuer. Auf. Deinen Jungs hier, auf die Terminatoren. Sie sagen auch, wie viel ist das Chicken in weit weg? Es wäre drinne. Wo willst du denn da lang chargen? Nee, es geht nur darum, hier lang, und dann kann ich theoretisch reinpeilen, wenn ich das möchte. Ach so. Lass ich aber. Also nur auf die Guardsmen. Okay. Okay. Nicht so viel. Granatwerfer und Pistole und... Ja. Läuft? Ja, ja. Voll drauf. Okay. W6 Schuss von dem Granatwerfer. 5. Ist gut. Eine. Mit Wunde. Minus 0. Zweier. Okay. Ein Schaden? Ja. Dann kriegt der Dude hier hinten einen Schaden. Last Pistol? Nein. Und jetzt die Gewehre? Eine. Ja. Ja. Verrückt. Noch eine Eins? Nein. Okay, gut. Dann der Charge. Jo, ich weiß gar nicht, wie viel du brauchst. Damit sollte es klappen. Ja, alles klar. Achso, ich muss noch den Feel No Pain. Ist ja drauf. Also verliert er die Wunde? Nö. Okay, dann stellen wir die. Die wollen jetzt auch noch da oben in die Laserkanone. Und Charge, hast du eine 11 gewürfelt wieder, also sind die easy drin. Mhm. Laserkanone, also kannst mal gucken, ob irgendeiner von da oben die sieht, aber ich gehe mal nicht davon aus. Ich würde es jetzt tatsächlich... Ich denke auch nicht. Gut, dann stellst du die auch hin. Ja, Nahkampf ist relativ schnell erledigt. Das wird weggenommen, das macht keinen Sinn, und die paar Guardsmen da gegen die Terminatoren werden auch gleich entfernt. Hier oben könnte man theoretisch auswürfeln. Die haben jetzt nur jeder zwei Attacken. Ne, jeder eine, weil die keine Dings haben. Der Sergeant hat zwei. Also das sind nur vier Attacken. Also Minus ist nicht sicher. Minus nix. Na gut, okay. Dann machen wir das mal hier. Ja. Gucken, ob die Laserkanone die Bastion jetzt noch hält hier. Auf die 3, so sehe ich es nicht. 6 ist Death to the Force Emperor, also kommen 2 noch dazu. Na klar. Die machen keinen Sinn. Ja, die ist doch einfach weggenommen. Auf die 3. 4 Stück. Hier ist nichts. 4 Stück auf Wie die... Wie viele Lebenspunkte hast du da? 2. 2, okay. Auf die 3, ne, oder? Ne, nee, auf die 4. Oh, wow. Auf die 5? Nee. Und tschüss. Okay, alles klar. Gut, weg. So, erste reguläre Aktivierung von Nino hier mit den Bikes auf die Laserhühnchen. Mhm. Ups, die kann ich nochmal. 2 Death to the Force Emperor. Mhm. Die machen ja zum Glück keine 9. So. Auf 5 und 6. Das sind 3 Stück. Minus nichts. Okay, 4er. Zwei durch. Noch eine. Gut, dann hauen wir mit dem Chainsaw. Ich weiß nicht, weitere Karte war leider gerade leer, voll. Wir haben eine leere eingelegt. Chainsaw hätte verwundet mit DS minus 1. Auf den 3. Ja, safe. So, dann Laserhühnchen. Hatte ich 2 Treffer. Und wir verwunden dann zweimal mit minus 1. Zweimal mit minus 1 gegen die Bikes, also auf die 4. Einer kommt durch. Ja, 2 Schaden. Ja gut, stirbt der eine hier halt. Okay. Gut, dann war das der Nahkampf, richtig? Mhm. Dann, ja, müssen wir irgendwo einen Moralwert machen? Nee, es wurde alles gleich ausgelöscht. Und ja, Gustav ist leider erstmal vom Schlachtfeld gegangen. Ob er wiederkommt, wissen wir dann am Ende. Aber ja, wir haben jetzt auf jeden Fall, brennt es jetzt hier hinten in der Bastion. Und wir müssen ganz dringend schauen, dass wir die Thermis und diese Raptoren hier wegbekommen, beziehungsweise die Bikes noch. Und ja, es wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Zug 3, Imperium.
Die Bewegungsphase ist vorbei. Hier hat sich alles ein bisschen um den Destroyer, also innerhalb von fast alles innerhalb von 12 Zoll um die Obliterator. Er ist nach vorne Richtung Obliterator. Ansonsten sind die ganz normal nach vorne. Die AK-Busen haben sich jetzt auch bewegt, können also nicht schießen. Hier ist auch alles nach vorne, nicht advanced. Laser-Chicken aus dem Nahkampf raus. Und ja, hier die Kardianer sind alle stehen geblieben. Und dann kommen wir in die Schussphase. Tim, willst du gleich anfangen? Ich fange an. Ich gebe den Kardianern, der kardianischen Infanterieeinheit, erstes Glied, zweites Glied Feuer. Fange an mit dem Mörser, mit 6 Schuss. Läuft. Trifft. Nein. Oder nicht. Läuft. Last Pistol. Verwundet nicht. Erstes Glied, zweites Glied Feuer. Was macht das eigentlich nochmal? Macht meine Schnellfeuerwaffen 1 zu Schnellfeuerwaffen 2. Okay. Also 4 Schuss pro Typ. Auf die 4. Einsen wiederholen. Dank stehen geblieben. Mal gucken, ob das jetzt was reißt. Wenig schon. Jawohl. Stärke 3 auf Widerstand, 4 auf die 5. Ja. 8 Safe-Würfe. Auf die 2. 2 Einsen. Stirbt einer. Dein 4 noch Pain. Ah, Dankeschön. Stirbt keiner. Aber einer hat Lebenspunktverlust. Jawohl. Die Mörser schießen jetzt. Wohin? Mir ist egal. In die Raptors. Okay. 3W6 Schuss. 12 Stück, 10 Stück. Einen wiederholen. Auf die 5, ne? Auf die. Die sind ja 12 Zoll weg, jo. Eine. Minus, nix. Nein, minus 6. Safe. Gut, das war nicht so viel. Wir fangen an. Destroyer schießen alles auf die Terminatoren. Wir fangen an mit dem Phosphorblaster auf die 5. Einsen wiederholen durch unser Schleier, durch unseren Dingsbums hier. Stärke 5. Nichts. 3D6 Schuss. Wir werden overchargen. Das ist doch schon mal heftig. Ja, ich zähle. Das heißt, jeder schießt jetzt einen weg, wenn es durchkommt, ne? Weil die 2 Schaden jetzt machen jeder. Genau. So, auf die 5. Einsen wiederholen. Führen 2 jetzt auch zur Explosion, weil weiter ist 12 Zoll weg? Ich habe ja keine. Doch. Doch, eine. Eine. Ist das so? Ja. Dann rerollen wir den mit einem Command Reroll. Passt. Die müssen überleben, die Typen. So, Stärke 8. Auf die 2. Naja, 4 Stück. Ja, 2 Einsen. 4 Stück mit minus 3. Der 5er Ingo, würde ich behaupten, ne? Dann gehen 2. Gut, einmal 2 Schaden, viel No Pain für ihn. Ja, ja, richtig, dankeschön. Gut, dass ihr da dran denkt. Weg, der zweite. Tot. Der zweite ist auch weg. Okay. So, die jetzt kriegen Stratagem. Das ist Doktrina Imperativ Eroberer, dass die plus 2 to hit bekommen, weil sie hier so einen Enhanced Data Teaser bzw. Dingsbums da drin haben. Und weil der Markus gesagt hat, macht die Fernis tot. Omni-Specs, genau. Omni-Specs. Weil dann kriegst du nämlich auch kein Cover. Und weil natürlich der Magos Dominus gesagt hat, ihr müsst jetzt was reißen. Also, wir treffen jetzt auf die 2 mit den galvanischen Gewehren, dürfen Einsen wiederholen gegen unseren Psalm. Hast du überladen? Das kommt jetzt, die Plasmas noch. Kommt die dann. Kommen danach, aber die werden es natürlich überladen. Aber die können nicht explodieren, weil sie plus 1 zu hit kriegen und deshalb automatisch immer 2 haben. Korrekt. Galvanisches Gewehr. Stärke 4. Auf die 4. Ja, das sind halt tatsächlich nur 4 Stück. Minus? Nichts. Auf die 2. Jo, alles safe. So, Plasmas. Treffen alle. Stärke 8.
Mann, ey. Macht keinen Spaß. Zwei Stück. Minus drei. Fünfer Invul. Einer kommt durch. Zwei Schaden. Vier No Pain. Der kommt durch. Stirbt wieder einer. Magus Dominus himself schießt jetzt noch in die Terminatoren mit erstmal seinem Volkite Blaster auf die 2. So, jetzt mit Stärke 6, aber wir wollen jetzt 6 gegen Mortal Wounds. Nö. Dann zweimal mit minus nichts. Minus nichts? Nee. Okay, zweimal 2. Ja, 11. Volle Düse hier mit den Infiltratoren auf die Terminatoren. 15 Schuss auf die 3. Einsen wiederholen. 2 sind schlecht. Dafür eine Menge 6, da bringt das nichts. So, ne? Jetzt ist es so. Die 6 Sechsen geben jetzt jeweils 3 Hits. Tatsache! So, so. 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 Was haben die denn für komische Pistolen? Das ist geil. So. So. Und so. Was für Pistolen sind das, wenn wir es will? Das Imperium wird nicht lang und klanglos untergehen. Nee, also zumindest was die Terminatoren jetzt angeht. Die haben jetzt aber nur Stärke 3. Das heißt auf die 5. Aber Masse macht Kadenz über alles. Oha. 2, 3, 4. Das sind 5. Das sind verdammt nochmal nur 5 Stück. Das gibt's doch gar nicht. Minus nichts wahrscheinlich, ne? Nee. 2. Jo, alles safe. Geht los. Galvant, ihr, der Trupp, Skitari Ranger, die dürfen nicht schießen. Alles auf die Terminatoren, auf die 4, eins wiederholen. Das wäre noch besser, wenn wir auch sind. Dann Stärke 4 auf die 4. Die 4 und jede 6 würde jetzt AP minus 1 geben. Also 4 mal minus 1. Da die jetzt in Cover stehen, geht das quasi zurück und dann haben sie alle 2, da kann ich auch alle zusammen machen, richtig? Auf geht's, ja. 4 Stück oder 6? 4. 4. Auf die 2. Da ist eine 1. Final Pain? Nee. Das heißt, einer kriegt eine Wunde. Die Ranger, die Vanguards schießen alles auf die Obliterator. Die Roten treffen auf die 4 und die Grauen auf die 3 wegen Nachtkampf. Einsen dürfen wir aber trotzdem überall wiederholen. Roten sind alle raus, die anderen sind drin. Stärke 3 auf die 5. Und jede, die 6 würde jetzt 2 Schaden machen und die 5 1 Schaden. Dann machen wir die 6 zuerst. Minus irgendwas? Nö, gar nichts. Auf die 2. Ja, die ist safe. Und ein Schaden. Auch safe. Okay. Dann die 2 Plasmas. Arc Rifles haben wir. Innerhalb von 12 Zoll. Rapid Fire. Das heißt, auf die 3. Einsen wiederholen. Nein. Und Stärke 6 auf die 3. Nichts. Läuft bei mir. Dann haben wir den letzten Destroyer da hinten. Der Flamer ist leider nicht in Reichweite, aber die Graf Cannon mit 5 Schuss. Auch auf die 3. Die 2 gefallen mir immer sehr gut übrigens. Stärke 5 auf die 3 wahrscheinlich, ne? Widerstand 4, ja. Gut, 3 mal mit minus 3. 5. Das ist einer, 2 kommen durch. Gut, dann einmal die 3. Einer. Ja, da stirbt der eine. Und der zweite, 2 Schaden. Dann hat er noch einen. Gut. Dann geht's weiter mit dem Kastellan-Robot. Der hat noch einen Flamer. Und zwar D6. Das sind 3. Mit Stärke 5 auf die 3. Ich liebe 2. Einmal mit minus 1. Auf die 2. 3, Entschuldigung. Ja, 5. Gut, dann habe ich alles geschossen.
Und dann charge ich mit dem Castellan-Robot. Mit einer 11 bin ich drin. Dicke, Abwehrfeuer, Profil wieder auswürfeln, Stärke 7, AP 2, Schaden 3. Das sind. Wann darfst du mit dem nochmal schießen, der gerade umgekippt ist? Oder gar nicht? Gar nicht, das machen nur die neuen Marines. Ach so. So, 4 Schuss, keine 6. Gut, na okay. Dann ist der Castellan-Robot drin, dann hauen wir mit dem gleich zu. Fürs Protokoll, der ist dreimal um ihn drum herum gerannt bei dem Charge. Genau. Auf die 4. Einen wiederholen, auf den Nahkampf? Nee, im Nahkampf nicht. Dann verwunden wir auf die 2. Mhm. Dann hast du zweimal bitte mit minus 3. Jawohl. 5er in 0. Nö, tot. Gut. Runde 3 der Imperiumseinheiten oder imperialen Einheiten ist jetzt auch vorbei. Wir können jetzt nichts mehr machen. Und ja, die Bastion bröckelt auf jeden Fall. Und das Problem ist wirklich, dass die Adeptus Mechanicus-Truppen nicht schnell genug zurück in die Bastion kommen. Mal gucken, wie weit wir das jetzt noch aufhalten können. Auf jeden Fall, Gustav ist leider weg. Und es liegt jetzt an Magos Dominus und Catherine, das jetzt noch irgendwie abzuwenden, und wir kommen in Zug 4 der Empress Children. Bewegungsphase ist vorbei. Die Jungs sind ein bisschen hier vorgelaufen auf dem Ding hier drauf. Diesen nach vorne. Landwiller ist stehen geblieben. Nee, der hat sich ein Stück die 3 Zoll wieder nach vorne bewegt, damit er jetzt hier theoretisch schießen kann, so schlecht wie er gerade ist, auf 6. Gut, die sind nach vorne. Die sind hier, alle sind hier so ein bisschen rein. Die halten jetzt die Gensaat. Also hier wird es kritisch. Die müssen jetzt auf jeden Fall in unserem Zug ganz dringend weg. Die mussten sind dazu vorgerückt. Ach so, genau. Weil die dürfen die jetzt nicht in den Nahkampf gehen und sich so nicht vor Beschuss schützen. Mhm. Ja. Ist wie es ist. Ist wie es ist. Macht es mal spannender. Dann würfeln wir, also hier sind, die sind stehen geblieben, tatsächlich komplett. Die Jungs haben sich etwas bewegt. Die sind doch nach vorne hier, oder? Nee, das war letzten Zug schon tatsächlich. Ach so, okay. Dann würfeln wir jetzt gucken wir mal, genau. Hellbrut, auf eine 4 plus kommt sie wieder. Nein. Obliterator, auf eine 4 plus kommen sie wieder. Eine 5, die kommen wieder. Irgendwo 6 Zoll in meinem Bereich, gucken wir mal. Genau. Psi-Phase. Genau, Easter Delore, der dieses Spiel bisher ziemlich gut gepsied hat, außer dass er sich einmal selbst verwundet hat und wir hoffen, dass das jetzt nicht nochmal passiert, castet die Light for Agonies auf die Kultisten. Sehen wir nicht. Jo. Kommt durch. Und dann nochmal Prescience. Das geht auch durch. Und gerade so kein Barrels. Er ist hart am Warp manipulieren. Der ist auf jeden Fall richtig am Limit, der gute Mann. Jawohl. Wahnsinn. Beschuss. Mhm. Kultisten beim Sturm auf die Bastion werden jetzt erstmal die Infiltrator unter Beschuss genommen. Richtig, dafür meinen letzten CP für Veterans of the Long War. Yes. So, in Rapid Fire sind 17 Stück. Das heißt, die treffen normalerweise auf die 4. Da sie innerhalb der 12 Zoll sind, wird es nicht schlechter. Durch Prescience auf die 3. Die anderen 8 Stück treffen auf die 4, weil Prescience den Abstand ausgleicht. So, und alle zusammen verwunden jetzt auf die 3. Der ist kippe. Den muss ich nochmal an. Ja, okay, das ist eine Menge. Ich mache einfach mal 10 Stück. Ich weiß nicht, wie viel. Ja, doch. Mit Minus? Nix, aber du stehst ja auch in Deckung. Da sind jetzt immer noch 9. Auf die 3. Okay. 8, 10, 12, 14, 15. 17. Okay, dann nochmal 7. Das kommt drauf an. Ja, das, wie viele sind jetzt schon gestorben? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Der Trupp 1, 2, das reicht. Der Trupp ist weg. Die Typen da, Flamer ein bisschen und Meltern. Flamer und Melter in die Mörser. Und weil der hier die Mörser nicht sieht, Flamer der in die da unten. Mhm. Als erstes der Flamer in die Mörser. W6.
Eine 1. Sehr gut. Verwundet auch nicht. Okay, Flamer in die anderen da. 4, das ist besser. 3 Wunden. 5 nichts. 5er, 4er. Gegen Cover. Gegen 2. Sterben. Melter. Melter. 1. Auf eine 4? Nö. Wenn er nicht vorgerückt wäre, wäre es was. Okay, dann gucken wir. Die Bikes schießen auch in die Mörser komplett. Ja. Das sind. Sind ja nur noch 2 Bikes. Ja, 4 für das eine, 8 für das zweite, für das vom Chef, weil es 2 Kombi-Bolter hat. Und die ja immer in Rapid Fire sind. Mhm. Nicht die 8 plus 4 sind 12, ja, gut. Auf die 3 wahrscheinlich, oder was? Jawohl. Stärke 4 auf die 3. Mhm. Dann sind das 2, 4, 6, 7. Auf die 4. Drei kommen durch. Okay. Die Jungs da, so ziemlich alles, also 12 Schuss auf den und der heftige hier, der andere im Assault-Profil auf die Ranger. 12 Schuss auf Sentinel. Auf die 4. Oh je. Einzeln dürfen sie jetzt wiederholen, weil Chefe steht ja direkt daneben. Okay. Stärke 4, Widerstand 5. Auf 4 und 5, 5 und 6. 4 und 5. Einer. Würde reichen. Minus nix, Cover wird ignoriert. Safe. Safe, gut. Dann das Assault-Profil, W6 Schuss. 2. 1 Treffer. Keine Wunde. Okay, okay. Der Land Raider wird jetzt alles auf den Sentinel schießen. Der Flamer muss anscheinend weg. Der genau. Trifft ja nur noch auf eine 6. Der Harry Porter. Nein. Aber er darf die 1 wiederholen, weil Captain direkt daneben steht. Nein. Der Kombi Bolter. Die 1 wiederholen. Nein. Die Last Cannons. Ja. Und die 1 wiederholen. Noch eine. So, auf die 3. 2 Stück. Und tot ist er. Wir gucken mal, ob der explodiert. Nein. Er hat aber noch 2 hier, oder? Oder hat er noch einen? Zwei, okay. Gut. Sentinel also, weg. Und dann kommen wir zur nächsten Einheit. Genau, er hier schießt mit seinem Melter in die Dragoons. Ja. Nö. Alles klar. Dann können die ja. Alles in die Jungs, auch das Assault-Profil. Jawohl. Dann sind wir wieder bei 12 Schuss auf die 4. Mhm. Jetzt auf die 3 verwunden. Fünf Wunden, minus nix, Cover ignoriert. Jawohl. Vierer. Ach du Scheiße. 4 weg. Blastmaster. B6. Okay. Verwundet auch nicht. Good. Gut, hier vier weg. Alles klar. Die Jungs alle darunter. Und der Blastmaster auf die Dragoons. Ach so, okay. So, die sind stehen geblieben. Die Sonic Blaster auf die 4. Eieiei. 3 Stück auf die 3. Einer. Minus nix. Mhm. Ignoriert Cover. Safe. Jawohl. Bolter, 2 Stück. Der ist Kippe. Verwundet. Wohin jetzt? Auch war der Bolter war noch hier drauf. Okay. Wieder einer weg. Gut. Und der Blastmaster W3 Schuss. Mhm. Entschuldigung, das sind 2 Stück. Mhm. Auf die Dragoons. Ja. Hat sich nicht bewegt, kriegt aber minus 1, weil er zu weit weg ist. Und minus 1, weil sie sich bewegen, also auf die Philipp.
Minus 1, weil die sich bewegen. Weil die halt dieses minus 1. Genau, das sind die Laserchicken haben das. Genau. Also die auf die 5. Eine. Mhm. Verwundet auch. Mhm. Minus 2. 3 Schaden. 6er Retter. Nein, natürlich nicht. Wie 3 Schaden. 3 Stück. Mhm. Das heißt, das eine würde sterben. Warum hast du die 6 jetzt gewürfelt? Ja, ob er in die Luft fliegt. Ernsthaft, die fliegen in die Luft auf. Natürlich. Ja, es gibt hier eine Mortal Wound für den guten Herrn. Und dann ist das Chicken weg. Jo. Der Robot kriegt es jetzt von den Obliteratoren, die ja vorhin reingekommen sind, wieder ab. So viel. Genau, Stärke 6 plus 3, AP 1, Schaden 2. Mhm. Von allem ein bisschen. Das sind dann 12 Stück wieder. Auf die 4, weit weg. Ui, das sind aber. So kenne ich Nino. Das kenne ich bei dir. So kenne ich das. 4 Stück. Die 3. Na gut, das sind dann 3 Stück minus 1, jeweils 2 Schaden. Gut, 4er Retter. Ach du Kacke. Ich hab dich angesteckt oder? Hier die. Ah, da noch 3. Ist ja nur ein Schaden, ne? Nee, 2. Ja, gut, dann. Ja, der ist einfach weg. Alles klar. Okay. Die Thermis wollen jetzt hier in die Jungs hier rein. Overwatch und Abwehrfeuer. Zusammen. Overwatch. Feuer. Zwei Stück. Drei Stück. Naja, reicht um sie zu töten. Potenziell. Eine. Minus? Nix. 3. Ja, das ist super safe. Das ist auch safe. W6 Schuss vom Mörser. Das ist ein scheiß Mörser heute. Nichts. Okay, guck mal, wie weit du kommst. Snake Eyes. Nee, 4 sollte reichen. Wir gucken mal nach. So. Da sind 4 Zoll ausreichend. Gut, wer will noch chargen? Die Bikes in beide. Also gut, in den Mörser und in die Jungs. Gut, dann gib mal mit dem Mörser Abwehrfeuer, Tim. 2W6 Schuss. Wow. Das ist Statistik. Ja, das stimmt. Ja, auf den Punkt. Eine. Oh, Wunde. 3. Ein Hühnchen. Sauber. Hat er noch einen? Mhm. Top. Dann wird jetzt hier zugehackt. Wir fangen an mit den Terminatoren. Auf geht's. Genau, zuerst die Chain Fist. Die trifft nur auf eine 4. Jawohl. Und dann ne? Auf eine 2. Ja. Ja. Dann ist einer tot. Gut. Und dann habe ich die 3 Attacken mit den Klauen auf die 3, auf die 3, aber alles wiederholen, was nicht ist. Ach siehste, hatte ich irgendwo 6 dabei? Ist egal. Ja, dann 2 Stück, minus 2. Ja, tot. Mhm. Da ist Mörser raus. Jawohl. Dann darf man da noch zurückhauen gleich. Richtig. Aber erstmal er hier. Bikes, wie wirst du aufteilen? Die Bikes, der schlägt in die, der schlägt da rein. Alles klar. Das ist der Captain, der hat 3. Verwundet. Minus? Nix, das ist ein James Wood. Safe. Ruhe und dann die 2 Attacken von dem Bike. Das ist sofort Emperor. Na, der Turm wackelt. 2 Stück, minus nix. So, jetzt aber, komm. Auf die Mörser. Ne? Ein Lebenspunktverlust. Top.
So, die Jungs hauen zurück. Vier Leute sind. Vier Attacken. So nicht. Darfst du eins auch im Nahkampf wiederholen? Bin ich mir nicht sicher. So, also, hier ist nichts passiert bei dem Zurückhauen. Und am Ende von Zug 4 der Empress Children ist auf jeden Fall die Bastion jetzt hier mächtig am Bröckeln. Die sind jetzt mitten in der Basis, halten jetzt hier die Basis, beziehungsweise die Gensaat, die gute Box. Und ja, dann haben wir nur noch eine Sache zu tun. Und das sieht nicht gut aus. Wie viel gehen? Zwei Stück. Zwei noch. Und die Vanguard müssen die auch? Ja, die Ranger müssen auch. Deswegen liegt der Würfel da. Ja. Gehen jetzt alle? Nein. Okay. So. Was war denn das jetzt hier? Komm, ich habe keine Ahnung, wofür nochmal. Kommen wir wirklich jetzt hierher. Zauberei. Gut. Das passt genau. Ja. Fünf verloren. Alles klar. Und wir dürfen auch noch wiederholen. Wegen unserem Schleier. Wegen unserem Lobgesang. Alles klar. Zug 4 Imperium. Bewegungsphase ist vorbei. Die Jungs sind hier hoch. Der ist da hinten in Entdeckung, dass er noch da hochschießen kann. Die sind ganz normal alle nach vorne. Genauso wie Magus Dominus. Laser Chicken ist da rein. Hier ist. Ja, sie da hoch, die aus dem Nahkampf und dann wird jetzt geschossen. Das Imperium muss. Imperium schießt zurück. Ja, genau. Das Imperium muss auf jeden Fall diese Bastion jetzt irgendwie halten und zurückerobern, weil hier ist viel zu viel schon in der Basis drin. Das ist gar nicht gut. Es ist so. Catherine schießt mit ihrer Plasmapistole jetzt da oben rein. Komm auf jetzt. Die drei. Jawohl, auf die 3. Aber easy. Jawohl. Jawohl. Minus 3. Minus 3. Cover kriegen sie plus 1, das heißt eine 5. Ja, sorry. Das passt zum Spiel. Juhu! Katrin, hast du gut gemacht. Daumen hoch, Junge. Okay, alles klar. Dann, ja, gucken wir mal, wo wir ja jetzt hier schießen. Phosphor Serpent da, hier oben rein. Achso, erstmal Lobgesänge. Schleierpsalm und wieder eins in meinem Treffern wiederholen. Das ist sehr gut. Das trifft trotzdem nicht. Alles klar, dann wird jetzt schießen wir gleich weiter mit unserem Kollegen hier oben. Magus Dominus. Und zwar wird er seinen Volkite-Blaster hier oben reinschießen. 24 Zoll. Alter. Auf die 3, beziehungsweise ja, auf die 3, weil er sich bewegt hat. Ah, okay. Du bist ruhig und schaust zu und passt auf, jetzt, was jetzt passiert, weil mit Stärke 6. Aber leider keine Mortal Wound. Ich wollte nämlich jetzt eine 6 haben, das wollte ich dir zeigen. Okay. Aber Minus? Nichts. Oh, 2 Pull. Ja. Wäre eine 3 oder ist es wirklich? Eine 5, safe. Der Trupp, alles was geht hier oben rein, der Chef mit seiner Arc-Pistol in die Thermis. Galvanischen Gewehre. Auf die 4. Eins wiederholen. Gut. Stärke 4. Auf die 4. Eieiei. Gut, Plasma. Auf die 4. Eins wiederholen. Hm. Zweimal minus 3. Zweimal eine 5. Oh Gott, sorry. So, Pistole. Leid. Irgendwann holst du die Pistole raus und schießt auf mich, oder? Trifft. Und verwundet nicht. Okay, das weiß ich gerade nicht. Destroyer schießen alles in die Raptoren, die schon längst hätten weg sein müssen. Auf die 5, eins wiederholen. Und auf die 3. Minus 1. Kein Cover, gibt's nicht. Okay. Auf die 4. Dann ist einer tot. Jawohl. 3d6 Schuss. Das ist okay.
Und nochmal 4 dazu. Nein, das nehme ich ja nicht mehr. Und dann auf die 5. Und eine wiederholen. Mhm. 4 Stück, sehe ich richtig? Mhm. Stärke 7 auf die 3. 3 Stück minus 3. Kein Cover. Nee. Doch, klar, bei Blattwolle ist Cover. Cover. Auf die 5. 2 kommen durch, das reicht, um die zu töten. Super. Juhu. 3 galvanische Gewehre auf die Terminatoren. Der ist Kippe. Trifft. Verwundet mit minus 1, die 6. Die wird durch Cover ignoriert oder ignorieren die Cover? Also nee, nee, galvanische Gewehre nicht. Ja, safe. Oder haben die Alt? Der hat, die haben ein, muss mal gucken, die haben Omnispecs. Warte mal, halt, Omnispecs gibt kein. Ich habe eine 3 gewürfelt, das wäre sowieso safe. Also. Aber gut, Omnispecs, dann gibt es kein Cover für dich. Okay, aber dann, ich habe eine 3, damit ist es trotzdem okay. Gut, dann der Destroyer. Der letzte mit der Grabstelle. Nee, der hat noch nicht geschossen. Die haben geschossen. Ja, stimmt, du wolltest mit auf die 5 Einsen wiederholen. Und auf die 3en. Das sind dann 2-mal mit minus 3, glaube ich. Ja, mach mal. Wäre jetzt für einen wichtig. Okay, das ist minus 3. Tatsache, dann sind beide durch. Die 3, 2. Tötet einen. Und nochmal 2. Tötet beide. Super. Vanguards schießen alles hier rein. Auf die 4. Eins wiederholen. Oha, das brauchen wir. Aber können wir auch. Und jede, warte mal, war das jetzt bei dem... Wound Roll von 6 plus. Okay, also noch nicht. Ich verwechsel das immer mit diesen anderen Dingern. Auf die 4, richtig? Mhm. Sauber. Okay, Stärke 3 auf die 5 und jede 6. Aber nur eine. Okay, oh Mann. Gut, dann einmal minus 0 und einmal mit minus 1. Sind, nee, einmal, zweimal minus 0, aber einmal sind 2 Schaden. Aber das ist egal, hat ja eh nur einer. Mhm. Minus 0 heißt eine Cover, also eine 2. Beide kann ich beide gleichzeitig. Ja, genau. Einer stirbt. Dann darf der dann gleich nochmal schießen. Dann die beiden Arc Rifles in Rapid Fire. Auf die 4, 1 und 2 darf man nicht wiederholen. Stärke 6. Sind 3 Stück mit minus 1. 3 Stück mit minus 1, also Cover gleicht das aus. Auf die 3, einer stirbt noch. Das ist der Captain, also das dauert schon gleich. Gut, okay, das waren die. Dann habe ich jetzt alles geschossen und wir kommen hier hinten in den Charge. Dann kann ich mit dem noch schießen, was in der Phase ist. Okay, der Bolter, weil er sich nicht bewegt hat, 2. Stark. Und der Sonic Blast, also ich schieße natürlich hier auf die, Entschuldigung, nicht gesagt, 2 Stück. Ja, 2 Wunden, minus nix, ignorieren Cover. Gut, auf den 3, weil wir in Cover stehen, sind beide safe. Die ignorieren Cover. Dann sind sie trotzdem safe. Gut. Okay, dann haben wir hier einen 6er, den wir brauchen, innerhalb von 1 Zoll. Da sind wir drin, mit einer 8. Mhm. Gut, und dann hauen wir mit dem Laserhühnchen dann direkt zu. Und dann haben wir, glaube ich, 3 Attacken. Treffen wir auf die 4. Es läuft. Und verwunden, glaube ich, mit... Was hast du für einen Widerstand? 5 oder was? Ach Leute, ich glaube, das reicht nicht. Eine 2. Nee, wir haben Stärke 8 leider nur. Der Champion auf das Laserhühnchen. Death to the Force Emperor. Keine Wunden. Ups, der lebt natürlich noch. Egal. Und dann 2 Attacken auf die Mörser. Jawohl. Auf die 3. Nee. Bam, bam. Sie leben noch. Machst du die 2 Attacken von den Mörsern zurück? Mhm. Treffen beide.
Nochmal nichts. Auch wenn jetzt am Ende von Zug 4 von Imperium noch zwei Bikes hier in der Basis sind, konnte das Imperium einen, ja, sage ich mal, einen kleinen ersten Befreiungsschlag starten, weil die Terminatoren jetzt hier aus dem Lager raus sind und die Admex sich so langsam auf die Bastion zubewegen. Und im Anbetracht dessen, dass wir jetzt in Runde 5 sind und die Empress Children jetzt nicht mehr viel Zeit haben, dieses Objekt zu holen, musst du auf jeden Fall Gas geben jetzt, Nino, mit den Empress Children. Ist geplant. Und ja, wir schauen mal, was da jetzt kommt. Auf jeden Fall kommt von eine Flut von Verrätern da auf uns zu. So, und wir versuchen alles zu mobilisieren, um diese Kiste mit der Gensaat noch irgendwie zu beschützen. Und dann kommen wir in Runde 5 von Empress Children. Bewegungsphase der Empress Children ist vorbei. Die gehören noch nicht dazu da hinten. Ja, die sind hier 6 Zoll hoch, die sind ein Stückchen, er ist aufgerückt, der ist stehen geblieben, der ist ein bisschen nach vorne gefahren. Chefchen und hier Delore auch nach vorne, die nach vorne, die nach vorne. Und am Ende der Bewegungsphase, achso, die sind advanced. Und am Ende der Bewegungsphase wird Nina, ob die wieder reinkommen für die Hellbrut, 4 plus. Eine 1, nein. Für die Terminatoren. 1, ja. 6, die kommen wieder. Für die Raptoren. Nein. Alles klar, gut. Terminatoren da hinten aufstellen. Jawohl. Und das ist ein JWD. Und ja, dann kommen wir in die Psi-Phase. Psi-Phase geht los. Was machen wir? Genau. Wir machen die Light for Agonies auf die Noise Marines. Jo, geht durch. Und wir machen Smite auf die Destroyer. Gerade so, aber jo, hier näher hier, ne? Aber nicht sichtbar. Ist nicht schießen. Die sind auch nicht näher, da hatte ich extra abgemessen. Wie viel? 6 habe ich gewürfelt. Wie viel? 1. Mhm. Dann ist der runter auf 1. Die 2 wäre schöner gewesen. Okay. Achso, ja, schießen geht los jetzt. Die da schießen alle. Wo war das? Die schießen mit den Sonic Blastern alle auf die Ranger hier. Mhm. Und er mit seinem Assault-Profil auf die Guardsmen da hinten. Ja. Sind vorgerückt und außerhalb von 12 Zoll, das heißt minus 2, also auf die 5. Und 1 dürfen sie wiederholen wegen Kralle Marduk hinterher. So, das sind keine Einsen, aber 3 ist schon nicht schlecht. Auf die 3. Mhm. Macht spannend. Sehr wohl. Das waren auf die. Genau, auf die Ranger hier. Achso, wir müssen erstmal Lobgesänge wieder machen, mhm, übrigens. Das ist Doppelschleierpsalm, okay. Dann hier auf die 3. Ignorieren Cover, aber. Dann gehen 2. Mhm. So oder so. Ja. 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 W6 schon. Eine geht frei. Guardsman. 3 Stück. Auch auf die 5. Einer. Das hier, ja. Kleine Wunde. Okay. Da gehen 2 auf die Ranger und der mit dem harten Profil auf die Destroyer. Genau. Das harte Profil W3 Schuss. Das ist eine 6. Das heißt 3 Stück. Er trifft nur auf die 5, weil er zu weit weg ist und sich bewegt hat. Schwere Waffe. Das ist einer. Der verwundet minus 2. Mhm. Dann haben wir einen 6er. Ne? W3 haben wir damit. Der ist tot. Genau. Explodieren die? Nee, ne? Nö. Gut, dann die 2 Blastmaster auf die. Ranger. So, die treffen nur auf die 4, weil sie zu weit weg sind, glaube ich. Habe jetzt gar nicht nachgemessen. Der ist Kippe. 2 Wunden, minus nix, ignorieren kann. Beide durch. Ja. Mhm. Er schießt auf die. Mhm. Er hat sich nicht bewegt, schießt auf die Destroyer. Mhm. So, starkes Profil, Destroyer, W3, 3 Stück. Auf die 4, weil zu, nicht innerhalb von 12 Zoll. Einer verwundet, minus 2. Mhm. Cover.
W3 Schaden. Mhm. Nein. Okay. Und die 3 Schuss auf die Vanguard da hinten. Der ist innerhalb von 12, das heißt, der trifft noch mit der 3. 2 Wunden. Minus mhm. nichts, ignorieren aber Cover. Mhm. Einer durch. Mhm. Jo. So, die sehen alle nix. So. Dann müsste ich gucken, ob ich irgendwo chargen kann. Das würde mich aber extrem wundern. Land Raider schießt jetzt ein bisschen Abwehrfeuer, obwohl es kein Abwehrfeuer ist, aber er trifft nur noch auf die 6 und da geht hier so ziemlich alles auf die und die hier. Genau, die Kombi-Bolter oder der Kombi-Bolter auf die Ranger. Auf die 6, einzeln wiederholen, weil der Lord in der Nähe ist. Da haben wir eine. Nein. Dann Heavy Bolter auf die Destroyer. Auf die 6, einzeln wiederholen. Da haben wir 2 Sechsen, keine 1. Mhm. Stärke 6, Widerstand. Auf die Ranger? Nee, auf die 5. Die, Destroyer, 5, also auf die 4. Einer, minus 1. Der ist safe. Jawohl. Und die Last Cannons auch auf die Destroyer. Einsen wiederholen. Nee. Alles klar. Pistolen hier hinten? Nee, haben sie nicht, weil sie Kettenschwert haben. Ach so, okay. Dann Charge, geht nicht? Ich glaube, das geht nicht, aber wir können das mal irgendwo überall durchmessen, ob es irgendwas Lächerliches gibt. Gibt's nicht. Nee. Okay, dann zuhauen hier hinten. Richtig. Dann wieder einer hier drauf, einer da drauf. So, also die Angriffsphase ist ja jetzt vorbei. Und wir haben ein Charaktermodell innerhalb von 3 Zoll. Und dann würden wir heroisch intervenieren mit Catherine. Catherine. Hat Tim natürlich absolut recht, das müssen wir machen. Ja, dann Nino. Ja, 3 auf das Hühnchen von dem Champion auf dem Bike. Das ist 2. Auf 5 und 6. Eine Wunde. Gibt das Minus irgendwas? Nix. Nö, ist ein Kettenschwert. Ach so, das war das Kettenschwert. Okay, dann 4er. Ja, safe. Und 2 auf den Mörser. Einmal das to the Force Emperor. Das sind dann 3. Auf die 3. Einer. Mach ich einfach mal. Mörser, ein Lebenspunktverlust, Tim. Ich hab mal gewürfelt für dich. Jawohl. Das ist schwierig. Ja, dann darfst du mit Catherine zuhauen. Ich hau erstmal mit dem Mörser Boys zurück. Ach so, okay. Weil du bist durch, richtig? Ich bin durch. Aber wenn du da einen Lebenspunktverlust, dann nimmt er den weg, dann kannst du nicht mehr zuhauen. Also haust du erst dann mit Catherine zu. Dann hauen wir erstmal Catherine zu. Das sind 3 Attacken auf die 4. Ja, alles. Hat die schon ein Minus gekriegt durch die Powerhouse? Ja. Ja, klar. Stärke 6. Eine. Minus 3. Minus 3. Minus 3. Ja. Na das. Jo. Gut, ist der eine. Ist Arthur tot. Hatte nur noch einen, ja. Er hier. Ist ja gar nicht so gut. So, jetzt kannst du mit deinen Boys zuhauen. 2 Attacken. Trifft eine. Nichts. Kleine Wunde. Okay. Läuft. Dann war das Ende deines Zuges, Nino. Hm. Zug 5. Und wir kommen in Zug 5 Imperium. Und dann schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen mehr Truppen reinkriegen. Ich will nur mal kurz konsolidieren. Die Bewegungsphase ist vorbei. Und zwar hier ist alles nach vorne gefahren, gelaufen. Und Laser Chicken ist aus dem Nahkampf, hat sich hier hingestellt. Aber das stellen wir gleich noch mal ein bisschen weiter weg, sehe ich gerade. Ja, Chef ist nach hinten gekommen. Und hier messe ich nochmal, das stand ja hier an dem Ding dran und das wird dann auf jeden Fall ein bisschen weiter nach. Nee, bleibt da stehen, passt. Ja, dann kommen wir in die Schussphase. So, wir fangen an mit Catherine. Die gibt sich einen Befehl, Bajonette aufpflanzen. Und zwar lässt sie das jetzt in der Fernkampfphase kämpfen, als wäre sie in der Nahkampfphase. 3 Attacken auf die 4. Keine Wunde.
Ja. Das heißt, jetzt darf sie jetzt ihre Pistole trotzdem noch schießen? Nö. Ja. Dann schießen wir mit den Soldaten, Jungs, hier. 2, 4, 6 Schuss. Auf die 4. Auf die Kultisten oder auf die anderen? Achso, auf die Kultisten. Was für ein Rapid Fire Range haben die? 12? Ja. Ja klar, 24 Zoll, sorry. Einer. Minus? Gar nichts. Dann ein Sechser. Nö, und stirbt ein Kultist. Okay. Der schießt alles da oben rein, den Flamer, den 6. Stärke 4 auf die 4. Das sind 4 Stück mit minus 0, aber du kriegst. 4 Stück auf die 4? Ich sehe nur 3. Ja, meine ich doch. 3 Stück, aber ich darf 2 Würfel werfen, wenn ich gucke, wie viel ich schmeiße. Also wie viel Verwundungswürfe ich mache. Das habe ich eben nur einen gemacht. Dann 3 Stück, du kriegst kein Cover. Okay, dann auf die 3. Aber minus? Guck erstmal. Nee, die sind sowieso alle safe. Cockpit-Waffen geben, glaube ich, kriegst du kein Cover. Ja, das ist richtig. Aber sowas. Dann 2, 5, 1, 6. Gut, dann Graf kennen. Auf die 4. Auf die 3. 3 Stück minus 3. Gibt es da jetzt Cover oder nicht? Spielt keine Rolle. Alle 3 Stück tot. Gut. Ein Stück. Er. Und. Er. Die Destroyer schießen alles in die Jungs da rein. Phosphor Blaster, also nicht overcharged. Phosphor Blaster erstmal. Rapid Fire haben wir nicht. Auf die 4. Nichts. 3D6. Auf die 4. Und auf die 3. Eieiei. Eine minus 3. Einer tot. Stirbt der hier hinten. Galvanisches Gewehr. Wo rein? Da, auch da rein. Und nichts. Die Arc-Pistol. Ach hier, ich habe noch die Light for Agonies. Das kann ich gleich nochmal. Was ist das? Feel no pain. Ja, mach mal. Feel no pain. Nö. Gut. Die hier schießen alles in die Noise Marines hier hinten rein. Galvanischen Gewehre auf die 3. Das einzige Wiederholen fehlt mir heute. Aber gut, das waren die 2. Stärke 4. Auf die 4. 2 Stück. Minus 0. Auf die 2, weil es Cover sind. Beide safe. Ack, Pistol trifft. Verwundet mit minus 1. Das Cover macht trotzdem 3er drauf. Ne, stirbt aber einer. 4 no pain. Oder wie viel Schaden macht die? Ja, ein. Gut, gesaved. Gut, die 2 Plasmas. Jetzt aber. Overcharged eher nicht. Auf die. Nee, nee, nicht overcharged. Wie? Gut. Verwundet nicht und einer stirbt. Er ist natürlich nicht gestorben, er hat auch nicht overcharged. Irgendwas hat mich da gerade durcheinander gebracht. Wahrscheinlich nicht. Der Trupp hier. Schießt alles hier rein, außer eine Arc-Rifle, die geht hier unten rein, die schießt hier unten durch in die Marines. Die Radiumkarabiner auf die 3. Alter Schwede. Und auf die 5. Einmal mit Minus und schon wieder keine zusätzlichen Hits. Ja, Minus nichts. Cover, also 2. Nee, aber mit einer 1 stirbt er. Dann die eine Arc-Rifle da hinten noch rein. In die, ne? War das jetzt? Erstmal die da. Achso, okay. Ja, stimmt. Das ist der eine nur nach unten. Trifft beides. Und auf die 3. 2 Stück minus 1. 3. Ist tot. Dann die da unten rein. Eine. Da unten nochmal eine minus 3. Minus 3? Minus 1. Also 3er. Der steht. Und der hier, hast du es drauf?
Dann die Taser-Pistole, die Radiumpistole. Trifft. Und Stärke 3, Rolle 6. Nichts. Okay. Er hier schießt alles dahin in die Neues Marines. Auf, der hat sich ja bewegt, auf die 3. Und Stärke 6. Minus 0. Keine 6. Auf 2. Einer stirbt. Er hier. Gut. Dann können die noch schießen bei Ende der Phase, oder? Ja. Okay. Dann Sonic Blaster in den Trupp. Alle beide. Das sind 6 Schuss. Auf die. Sind die 12 Zoll gewesen? Nee, ne? Zu wem? Er hier 12 Zoll zu denen. Nee, ne? Der vorderste waren 12. Da muss ich die getrennt. Erstmal der hinten auf die 4, 1 wiederholen. Jawohl. Dann mache ich den jetzt dazu auf die 3 einzeln holen. Nee. Auf die 3. 3 Stück. Minus nichts, kann man ignorieren. 4er. Geht einer. Dann schießt der Sonic Blaster, wenn er es schafft, mit 24 Zoll. Ja, auch in die. Mhm. Der Blastmaster schießt mit dem schweren Profil in die. Ja. Und der Sonic Blaster, der hier unten gestorben ist, schießt auf die. Ja. Also der hier auf die Vanguards. Genau. Auf die Vanguards zuerst. Der ist. Innerhalb, ja, ja. Okay. Eine Runde, den Cover ignorieren. Safe. Safe trotzdem, gut. Auf die Ranger. Das ist nichts. Danke. Eine Runde, Cover ignorieren. Safe. Und der Blastmaster W3. Auf die nix. Okay, dann sind die weg. Da oben die noch? Jawohl. Der Blastmaster auch wieder da rein. Und der Sonic Blaster in die. Okay. Auf die 3. Jawohl. Oh, Blastmaster B3. 2. Die treffen beide oder ist das Kippe? Nein, Skippe, die sagen wir mal, das ist Kippe. Gut, dann das treffen sie beide. Getroffen. Aber nur eine Runde. Geht durch. B3. Ja, tot. Passt. Dann nochmal schön was ihr macht. Der will noch rein. Der charge da, ne? Reicht. Oh Gott, ey. Dann haut er auch gleich zuerst zu mit 3 Attacken mit der. Der hat nicht die Omnisire-Axt, der hat die rote Axt. Auf die 2. Auf die 3. Passt aber auch. Dann haben wir Stärke 5. Auf die 4. Okay, 2 Stück mit minus 5. Durch die rote Axt. Okay. Da brauche ich nichts machen, da ist er tot. 2 sind 4 Schaden. Ja, ich glaube, der ist tot irgendwie. Bye bye. Am Ende der Runde, Moralwert 7, hier passiert nichts. Da passiert auch nichts. So, hier Nino. Jawohl, 3 Stück gegangen, bei einer 6 würde noch einer gehen. Nö. Nein. Und bei den Kultisten geht auf die 6 auch noch einer. Jo. Ja, einer. Okay. So, dann würfeln wir mal, ob es weitergeht. Wir hatten am Anfang der Runde mal gesagt, ich weiß nicht, ob wir es on-cam gesagt haben, dass es auf einer 2 weitergeht. Bei Kampagne und so. Bei Kampagne. Dann schau mal. So. Ja, das geht weiter. Also noch eine Runde weiter, in der das Chaos versuchen kann, hier diese Bastion zu stürmen. Wir schauen einmal. Wir kommen in den 6. Zug des, der Empress Children. Die versuchen, hier diese Kiste immer noch zu bekommen. Und ja, wir schauen mal. Die Bewegungsphase ist vorbei, also wir sehen, der Sturm auf die Bastion hat jetzt letztendlich auf jeden Fall begonnen. Man kann es nicht mehr anders sagen, weil die beiden Charaktere nähern sich auch so langsam unseren beiden Charakteren hier und vor allem auch der Kiste. Und ja, die Jungs da auch ein bisschen nach vorne, ansonsten gibt es nichts Spektakuläres, außer du wirst jetzt würfeln, was jetzt noch reinkommt. Genau, wie immer zuerst die Hellbrut.
Das ist eine 4. Jawohl, die kommt mal wieder. Schön. Dann die Noise Marines auf eine 2. Die kommen super wieder. Die Raptoren. Sehen wir auch nicht. Kommen auch wieder. Und die Bikes. Kommen nicht wieder. Okay. Cool. Stellen wir wieder auf. Psi-Phase. Dieser gute Herr wirkt Smite auf den Dragoon. Machen wir hier drin. Jo. Kommt durch. W3 Schaden. 3. Gut, machen wir dann. Ne? Seine zweite Fähigkeit. Die Light for Agonies auf die Chaos-Kultisten. Genau, danke schön. Auf eine 6. Nö, geht nicht durch. Das macht es nochmal ein bisschen spannend. Die Ranger werden jetzt beschossen von den Kultisten. Jawohl. Die ersten 8 sind in Rapid Fire Range, das heißt 16 Stück, die auf die 4 treffen. Und einen sind wiederholen können wegen dem Chef. Dann kommt der nächste Schwung. Jawohl, die treffen auf die 5, dürfen aber auch einzeln wiederholen. Eben war keine 1 dabei. Hier sind 1, 2 dabei. Und auf die 4. Erstmal die Lobgesänge. Dann haben wir auf jeden Fall Einsen wiederholen im Schießen, aber kein Schleierabzahlen. Also die Safe-Würfe für die Jungs, da gehen 2 wegen 4er. Alles klar. Gut. Die Jungs schießen, er hier mit einem schweren Profil da drauf und die anderen hinten in die Ranger. Jawohl, erstmal die auf die Ranger. Auf die 3 Einsen wiederholen, weil der Chef daneben steht. Jawohl. Auf die 3 verwunden sie. Das sind auf die Ranger, ne? Jawohl. Das sind deine 5 Wunden. Minus nix, kann man ignorieren. 4er. Gehen wieder 3. Ja, nächste. Ja, und 3, ja, hast recht. Und dann wie 3 Schuss. Einer. Trifft. Nicht. Nicht, weil er sich bewegt hat, hast du völlig recht. Nee, weil das Hühnchen auch minus 1 gibt. Ja, na dann. Also, ja, dann auch noch wahrscheinlich. Okay. Dann gucken wir, wie es weitergeht. End Raider. Er schießt mit dem Kombi-Bolter auf die 2 verbliebenen. Also, er schießt mit allem da rein, außer. Nee, mit dem Kombi-Bolter in die, ansonsten alles in die. Genau, so. Dann sind wir 6 Heavy-Bolter auf die 6. Das ist eine. Verwundet nicht. Dann die Laser-Cannon. Nein, der Chef ist auch zu weit weg zum Rerollen. Und der Kombi-Bolter. Da ist einer. Der verwundet auch. Ja. Gut. Obliterator in den Destroyer mit Graf. Haben das Profil 6 plus 3. AP 3. Schaden 1. Okay. So, das sind dann 12 Schuss. Auf die 4. Das ist eine 3, genau. Auf die 4. Das sind dann 2 Stück. Stark! Nicht schlecht. Stärke was? Stärke haben sie jetzt 9. Okay, dann auf die 5. Auf die 4. 3. Meine Güte, jetzt habe ich alles Stück durch. Minus 3, 1 Schaden. 6er Retter. Dann ist er runter auf 1. Die kriegen es ab von der Hellbrut im Assault-Profil. 2W6. Das sind nur 5. Ja. Okay. Nimmt, was man kriegt. Auf die 4. Jawohl, 3 Stück. Auf die 3. 2 Stück, minus 1, ignorieren Cover. Gut, dann haben wir trotzdem 5er. Geht nur einer. Gut. Der da mit Bolter-Profil in ihn. Weil er ein Terminator ist, kriegt er 2. Treffen beide. Verwundet einer. Minus nichts, oder was? Ja. Safe. Okay. Und der Trupp auch hier drauf, er nimmt auch sein Assault-Profil. Ja. Das sind dann wieder 12 Schuss auf die 4.
so schlecht. Nö, ist okay. Aber auch nicht so gut. Nee, ein bisschen unter Statistik tatsächlich. Das sind aber 4 Wunden. Ja, dann geht einer. Okay. W6 Schuss mit dem Blastmaster. Ja. Das ist doch nett. Stark. Auf die 4. Das ist einer nicht, der hat sich direkt selbst aussortiert. Auf die 3. Das sind 3 Stück, minus 1 ignorieren Cover. Hier oben drauf. Jawohl. Da gehen nochmal 2. Mhm. Herrgott. Komm. Ja. Die Kultisten chargen jetzt Hühnchen und Soldaten. 6 Schuss von den Infanteristen. Ich würfel hier rein. Ja. Eine. Eine Runde. Die auch im Overwatch 1 wiederholen, weil dann hast du noch einen. Nein. Okay. Eine Runde. Machen die ein Minus? Nee. Nein. Safe. Der Phosphor-Serpent da. Jawohl, minus 1. Dann schluckt hier hinten einer. Gut, Charge. Eine 9. Da gucken wir mal, wo wir mit hinkommen. Der will auch noch Charger, haben Nido gesagt. Auf den und den. Ich gebe mal Abwehrfeuer mit ihm, mit einer Pistole. No. Wenn der Charge auf eine 12 schafft, aber das ist weit weg von der 12. Gut. Die wollen auch chargen, wahrscheinlich wieder Multi-Charge-Ansagen hier. Nee, die würden es nicht schaffen bis 10, so, die dürfen also gar nicht. Auch das reicht. Gut, werden auch hingestellt. Er will auch noch. Er will auch noch. Jo. Für den hätte ich mal beides ansagen sollen. Nee, ist gut. Ja, der, ich glaube, der hätte es tatsächlich nicht geschafft. Nee, schafft auch nicht. Okay. Chef fängt jetzt an, ganz wichtig, Charakterentwicklung, der muss jetzt was weghauen hier aufs Hühnchen. Genau, 6 Stück, der hat ein Intoxicating Elixir, dadurch ist er Stärke 5, hat eine Attacke mehr, durch die Clown hat er eine Attacke mehr, deshalb 6. Auf die 2, einen kann er wiederholen, wegen sich selbst. Einmal Death to the False Emperor. Jawohl. Und Stärke 5, Widerstand. 6. Auf 5 und 6, aber wegen den Lightning Claws alles wiederholen. Das sind schon mal 2. Und dann haben wir da 5 Stück, minus 2 jeweils einen Schaden. Okay, das wird minus 2 hast du gesagt. Jawohl. 6er Invul oder wie auch immer. Tot ist er. Fliegt er in die Luft? Nein, schade. Ciao Hühnchen. Und Chef hat einen getötet. Ja, die Jungs nehmen wir so weg, weil das hat keinen Sinn. Mhm. Und dann? Dann können die zum nächsten, näher am nächsten Modell enden. Ne? Das heißt, der könnte den jetzt binden und dann darf der, wie viele Attacken hat er denn? Weiß nicht, nicht so viele. Der bindet den mal noch zur Sicherheit. Auf jeden Fall. Also das ist ein Tech Priest Engines hier, der Kleine. Also das ist relativ unproblematisch. 2 Attacken hat er. Dann so. Hauen wir mal zu. Das sind mehr als 3 Zoll hier hoch, ne? Das heißt, ich kann keinen hochstellen. Auch der hat eine Omnisire-Axt. Oder hauen wir mit dem Servoarm zu? Nee. Servoarm, genau wie. Der rutscht auch noch seine 3 Zoll nach, darf er ja, ne? Ja, danke schön. Ach so, okay. Servoarm kann ja zusätzlich immer noch zuschlagen. Omnisire-Axt auf die 4. Jawohl. Stärke 5. Nee, nur auf die 3. Okay, das nun nicht. Dann haben wir Servoarm auf die 5. Aber Stärke 8. Jawohl, minus 2. Einer tot. Gut, dann war das Ende deines Zuges, ne? Mhm. Läuft. Moral. Moral. Ich muss hier oben auf jeden Fall machen. 7 nicht, 6 nicht, 5 nicht, 4 nicht. Safe. Hier sind 2 Stück. Eine 3 passiert, nix. Okay. Gut. Ja, kommen wir in die 6. Runde des Imperiums. Auf jeden Fall ist eins sicher. Es geht jetzt darum, die Charakter hier irgendwie in Sicherheit zu bringen. Weil das, was da ankommt, Kralle Marduk ist wird auf jetzt Charaktermord aus. Ja, wir schauen mal, was wir da jetzt noch machen können.
So, liebe Anhänger des Imperiums, wir werden jetzt eine kleine Fluchtaktion starten, weil wir nämlich keine Lust haben, mit diesen beiden Charakteren jetzt hier noch in Nahkampf zu gehen. Das heißt, ich werde jetzt advancen mit ihm hier. Das sind 8, das sind 9 Zoll. Das reicht für mich auf jeden Fall, um hier rauszukommen. Catherine advanced. Das reicht auch. Das reicht auch, Dicke. So, und jetzt werden wir nämlich Folgendes machen. Plupp. Und plupp. Liebe Freunde, jetzt passiert nämlich Folgendes. Das Imperium hat jetzt entschieden, beziehungsweise Magos Dominos hat entschieden, dass diese Gensaat jetzt leider verloren ist. Und es wichtiger ist, sein Leben zu retten, weil diese Informationen sind natürlich jetzt nicht komplett verloren, sie sind nur in die Hände der Empress Children gefallen, weil es wird jetzt nichts daran ändern, dass die beiden Charaktere jetzt mit ihren ganzen Jungs, die da jetzt auch noch kommen, diese Gensaat aufnehmen und versuchen damit zu entkommen. Und wir werden auf jeden Fall das nächste Spiel abwarten, wo wir versuchen, die Empress Children daran zu hindern, mit dieser Gensaat zu entkommen, weil es bringt nichts, wenn die Charaktere jetzt hier sterben. Sie können natürlich wiederkommen, aber es gibt noch eine kleine Chance für das Imperium, sonst hätten sie diese Flucht nicht eingeleitet, weil normalerweise würde man ein richtiger Kardianer oder auch ein Adeptus Mechanicus, Magus Dominus, sagen, wir verteidigen diese Gensaat, diese Information mit unserem Leben. Aber diese Entscheidung wäre nicht getroffen worden, wenn da nicht noch ein kleiner Funken Hoffnung in eine andere Richtung gehen würde. Und deswegen diese Flucht jetzt. Ja. Das ist keine Flucht, das ist ein taktischer Rückzug. Ja, das ja sowieso. Wir weichen nur aus. Genau. Rückzug gibt's nicht. Ja, liebe Freunde, dann kommen wir am Ende dieser kleinen Kampagne, die ja jetzt doch ganz schön lange gedauert hat, nochmal in eine kleine Nachbesprechung. Noch nie, wir müssen die Charaktere noch weiterentwickeln. Das machen wir dann natürlich auch noch. Eine kleine Nachbesprechung, liebe Freunde. Kampagne ist vorbei. Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön. Schöner Kampf. War hoffentlich für euch genauso spannend wie für uns. War sehr spannend. Muss man ganz einfach so sagen. Ne? Ja, sehr spannend, sehr anstrengend. Ja, wir haben lange, echt lange gespielt. Viel Frust zwischendurch. Ja, aber das sind die Würfel, ne? Ja. Also ich hab wirklich ungewöhnlich viel Glück gehabt. Ja, Nino ist natürlich auch, muss man ganz klar sagen, ist ein sehr, sehr freundlicher Spieler. Also ihm tut es schon immer leid, wenn er mal gut würfelt. Und du hast ganz andere Spiele gegen mich gehabt, wo du so schlecht gewürfelt hast. Und da hat es mir auch leid getan, aber bei ihm merkt man das immer sehr. Also ich kann wirklich nur wieder sagen, du bist einfach ein sehr freundlicher Gegenspieler. Dankeschön. Ich kann das aber auch nur zurückgeben für euch beide. Ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass es hier irgendwie zu verbissen wäre oder so. Nein, das sowieso nicht. Zur Kampagne sagen wir gleich nochmal ein bisschen was. Auf jeden Fall kommen wir jetzt erstmal zur Charakterentwicklung. Wir haben da nämlich ein bisschen was vorbereitet. Genau. Nino, und das erzählst du einfach. So ist es. Auch da möchte ich alle, die jetzt mehr Erfahrung mit Kampagnen haben, bitten, gnädig mit mir umzugehen. Ich habe mir das mehr oder weniger fast alles komplett selbst ausgedacht. Ob das jetzt wirklich geht oder ob das vielleicht die Balance bricht, weiß ich nicht. Jetzt gerade noch nicht, weil noch nicht so viel gemacht wurde von unseren Charakteren. Als erstes ist es so, dass man halt für jeden Charakter, der dieses Spiel überlebt hat, also das wären die zwei, der Magos. Das von nicht würfeln. Das wäre schon vorbei jetzt. Und die Catherine würfelt man jetzt. Tu mal andere. Der wird quasi jetzt gewürfelt. Die überlebt haben. Für den siegreichen Spieler, also das wäre ich, wenn ich zweimal eine 4 plus würfel mit mindestens 2 Charakteren, bekomme ich 1 CP zusätzlich im nächsten Spiel. Bei den beiden ist es so, wenn sie mit beiden unter einer 3 würfeln, bekommen sie 1 CP weniger. Unter einer 3? Nee, unter einer 4. Also okay. Einfach 50%. Ne? Dann würde ich einfach spontan mal anfangen. Ja. Und zwar erstmal für der hat eine 2, das heißt so viel zu meinem CP. Jetzt wäre es eine 4, aber ich kriege kein CP dazu. Okay, dann fängst du mit Gustav an. Aber wir haben ja 3. Nee, Gustav nicht, Gustav ist ja gestorben. Achso, also nicht gewürfelt. Catherine? 5. Jetzt kommen sie. 3. Im ganzen Spiel nicht eine 5 gewürfelt. Genau, jetzt verliert ihr kein CP. So, dann kommt der verstorbene Gustav. Tod eines Charakters. Da werden jetzt 2W6 gewürfelt, nacheinander. Der erste stellt den 10er dar, der zweite den 1er. Ihr kennt das von den Karten, wenn ihr die nicht habt. Also wenn ihr
die Missionsziele bei Malstrom würfelt. Also der 10er. Eine 5. Das ist schon mal gut. Und eine 3. So, jetzt kommt dazu, dass man, wenn die Charaktere sterben, sie manchmal so angetrieben sind, dass denen sogar was Gutes widerfährt. Wir müssen jetzt mal schauen. Eine 53, unentschieden. Unentschieden bedeutet, es passiert nichts. Aber Gustav ist wieder da. Gustav ist wieder da, nächste Runde. Geil! Er wird repariert, also er repariert seinen Panzer. Er selbst hat wahrscheinlich nicht so viel Schaden genommen. Genau. So, und dann kommen wir jetzt noch dazu, dass Klaue Marduk natürlich ein Vehikel getötet hat, mit dem Dragoon am Ende wenigstens. Dafür würfe ich jetzt einen W6 auf eine entsprechende Tabelle. Eine 6. Finish it! Art der Sache ist Relikt. Der Schaden der Waffe wird verdoppelt. Wenn der Schaden über einen Würfel ermittelt wird, verdoppelt sich die Anzahl der Würfel. Ja, damit ist meine Waffe jetzt ein Relikt, die Krallen. Das ist ja mal... Das ist ja primarisch nice. Jetzt ein kleiner. Ja, 2 Schaden mit der Kralle ist schon nicht schlecht. Also, okay. Gut, krasse Aktion. Ja, geil, ne? Nino, cool, was du dir ausgedacht hast. Ja, danke. Wir werden noch sehen. Nicht, dass das jetzt alles zerbricht, weil find es so furchtbar unausgegeben ist. Also, Leute, das ist hier echt eine Menge Schreibarbeit gewesen und es ist echt toll. Ich finde es echt schön. Und das schreit ja irgendwie danach, dass wir vielleicht noch ein paar Spiele mehr einbauen müssten, ne? Ja, man muss auch nicht zwingend, man kann das ja auch für spätere Kampagnen noch nutzen, wenn es denn sich als sinnvoll erweist. Gucken wir mal. Ich weiß nicht, ob ihr das da auf die Community-Seite, kannst du das gerne hochladen, du hast ja von mir die Dinge gekriegt. Können wir sehr gerne machen für Kampagne, das ist echt eine gute Idee, machen wir. Cool, Marcel, machen wir. Ja, geil. Ja, liebe Freunde zur Kampagne, erstes Spiel ist jetzt vorbei. Das Astra Militarum ist nicht ausgelöscht, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil Catherine ist geflohen zusammen mit Margos Dominus. Und das Spiel ist, ja, haben die Empress Children gewonnen. Sie konnten die Gensaat aufnehmen, sie konnten die Gensaat sichern. Und jetzt gilt es, diese Befestigung, diese Position, die sie jetzt haben, zu sichern. Vielleicht einen kleinen ausgebauten Brückenkopf zu errichten, um somit sich für die nächsten kommenden Verstärkungen, die wir im Imperium oder mit dem Imperium jetzt haben, sich so ein bisschen zu befestigen und dann auch zu fliehen. Und dazu haben wir uns natürlich auch noch so ein bisschen was ausgedacht und ein bisschen was zusammengeschrieben. Und das würden wir euch dann aber alles detailliert in der nächsten Kampagnenspiel mal erklären, wie das genau aussieht. Auf jeden Fall spielt es auch eine Rolle, von welcher Schlachtfeldkante die beiden jetzt hier vom Schlachtfeld geflohen sind. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr, es bleibt sehr, sehr spannend. Es wird sehr cool. Und ja, wir hoffen natürlich, es war wirklich sehr, sehr viel Geschnacke heute, sehr, sehr viel Erklärung. Ja. Aber wir hoffen definitiv, dass wir so ein paar von euch vielleicht auch erreichen konnten damit, die sich das gerne angehört haben. Und ja, hat Spaß gemacht. Ne? Auf jeden Fall für mich als Fluff-Neueinsteiger. Mich hat es sehr mitgenommen, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, es geht weiter und wir werden öfters hoffentlich sowas machen. Ja, es war, was auch wirklich, was man echt nochmal sagen muss, ist die Art der Aufstellung, die wir da gewählt haben, die ja völlig untypisch war zu den Spielen, die man sonst so macht, die hat dafür gesorgt, dass ich da so richtig also auch reinkam, weil ich meine, du warst in deiner, das Gelände war sehr schön heute, fand ich, und du warst da in deiner Bastion und ich musste dir wirklich helfen und das hat mich einfach so, war einfach geil. Also ich habe da drinnen ordentlich geschwitzt, bis endlich die Verstärkung vom Robert da war, weil da kam ordentlich was auf mich zu. Ja, man muss auch sagen, der Sustained Assault, dass ich immer wieder kam, hat gar nicht so viel gemacht. Am Anfang habe ich es kaum gebraucht, weil wirklich fast nichts gestorben ist, weil ich so lächerlich gut Retter und Rüster geworfen habe. Und dann ist das Zeug halt so weit weg alles, dass es fürs Spiel gar nicht mehr so viel macht, nur ein bisschen die Nachschub von dir zerschießen konnte. Nichtsdestotrotz hat sicherlich geholfen, dass ich den Robot da hinten dann nochmal weggenommen habe, der mir sonst in den Raum gefallen. Ja. Auch so nehmt es uns ein bisschen nicht übel, wenn das jetzt noch nicht so 100% Kampagnenfeeling war, weil wir relativ wenig dann auf unsere Charaktere eingegangen sind. Das kommt dann mit der Zeit noch, wenn sie sich eine
einen Ruf schaffen, dass es auch was gibt, über was man reden kann und dann die Namen leichter fallen. Ja, es ist tatsächlich, es ist gut, dass du das nochmal ansprichst, es ist tatsächlich ein bisschen schwer gefallen, da auch während, wir drehen ja normale Battle Reports, da einfach mal den Schalter umzulegen und zu sagen, wir sind jetzt in der Kampagne. Das ist nicht leicht gewesen und man muss das echt so ein bisschen trainieren, dass man ja da auch so flufftechnisch nochmal ein bisschen Inhalt am Ende der Runden liefert und ja, dann beim nächsten Mal. Ja, ich denke, da ist auch Nino dann vielleicht der richtige Mann für. Ich gebe mir Mühe. Wir gucken mal. Also wir geben uns Mühe. Das war die allererste Kampagne, die wir jemals überhaupt gespielt haben. So. Tito, für mich auch so. Und auch fernab von Kameras. Ich hoffe trotzdem, dass ihr, um das jetzt so langsam abzuschließen, dass ihr da trotzdem ein bisschen Spaß hattet. Wir werden das weiterentwickeln zusammen mit euch. Schreibt vielleicht auch ein paar Sachen unten drunter. Wir freuen uns. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel. Wann das kommt, wissen wir noch nicht genau. Das wird jetzt, wie gesagt, im Laufe der nächsten Monate kommen. Ja. Hoffentlich noch viel, viel besser als das. Und obwohl das schon schön war. Und ja, total. Liebe Freunde, dann hoffen wir nochmals, dass ihr Spaß mit uns hattet. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht. Jawohl. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Spiel hier bei uns auf dem YouTube-Kanal wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut.